Jo Freunde, willkommen zu einer erneuten Ausgabe des Podicast. Wir sind endlich wieder da mit einer neuen Ausgabe und jetzt gibt es den lang ersehnten Flashback bzw. Review, wie man es auch nennen will, Meinungsäußerung zum Wano Kuni Arc. Also das ist ja auch wirklich eine Mammutaufgabe eigentlich, weil das ist ja auch mit Abstand der größte Arc, der längste Arc, den wir je hatten. Das ist ja, glaube ich, länger sogar als Impel Down und Marineford zusammen, oder nicht? Es war ja vier Jahre, also oder nicht? Über 4 Jahre. Also mit Abstand der längste Arc. Gefühlt, also gefühlt bin ich noch zur Schule gegangen, wo Wano Kuni angefangen hat. So fühlt sich das ungefähr an. Also es ist wirklich unendlich viele Jahre her. Und im Anime sind wir ja auch gerade noch mitten im Höhepunkt. Das ist echt krass. Also schon ja, das ist echt krass. Und der dritte Akt ging gefühlt schon 3 Jahre so. Ja, man hat auf den Schwenker, gefühlt hat man über 3 Quartale immer wieder in Theorienvideos gesagt, ja Freunde, jetzt passiert das und dann kommt der Schwenker und im Schwenker sehen wir das und das und das. Kam dann alles anders, aber man kann, denke ich, sagen, oder das vielleicht mal so vorab als direkten Hot Take, für dich der beste Arc, den One Piece jemals hatte, ja, nein? Das kannst du doch nicht direkt so fragen, also direkt nach auf die Brust nach Monaten. Ich sag mal so, ja. Also, ja, wenn ich Impel Down und Marineford ausklammern darf, so als, es war ja wirklich auch kein, das war ja auch so ein Ruffys eigenes Abenteuer-Ding, das war ja auch kein klassisches One-Piece-Ding, also, das ist auch ein bisschen unfair, Sachen mit Marineford, wo alle krassen Charaktere und so drin sind, das zu vergleichen mit so einem isolierten Arc wie Wano, und von den isolierten Arcs, die wir hatten in One-Piece, ist das mit Abstand, finde ich, der beste, also, wirklich, finde ich einfach. Ja, also Marineford würde man sagen, also ich würde auf jeden Fall sagen, Marineford ist Pre-Timeskip der beste Arc überhaupt, Wano nach dem Timeskip auf jeden Fall der beste Arc bisher überhaupt, ja. Wird sich wahrscheinlich dann aber irgendwie noch ändern. Wir gehen alles so durch, vielleicht ganz kurz vorab, bevor dann wieder nachher sich die Fragen auf unseren Kanälen häufen. Ich bin jetzt erstmal 2 Wochen in Urlaub, dann machen wir nochmal einen Livestream, ganz entspannt, einen kurzen, knackigen Livestream. Und dann ist es ja auch nicht mehr weit bis zu One Piece Film Red, da würde dann erst der nächste Podcast kommen, also deswegen ganz entspannt, Leute. Fangen wir mal an. Wano, wie hat's angefangen? Erstmal haben wir ja die Szenerie, dass Ruffy mal wieder dabei ist, die anderen Strohhüte einzusammeln. Das war, fand ich schon, also wo man wusste, dass die Strohhüte endlich mal wieder zusammen sind. Das muss man sich mal geben, ne? Die waren ja jahrelang getrennt. Und vor allen Dingen waren wir in der Whole Cake Island Hölle erstmal gefangen, jahrelang so mäßig. Also so, es hatte schon auch Schwachpunkt, der Whole Cake Island. Und dann der grandiose Kampf gegen Katakuri am Ende. Und man wusste, wir haben 2 Jahre Zorro nicht gesehen oder so, weißt du, die sind schon auf Wano, vielleicht haben die schon Kaido besiegt, weißt du noch, diese Annahmen, die wir hatten. hat ja Zorro schon Kaidos Kopf in der Hand, so, weißt du, so ein Schwachsinn, so. Und alleine das Feeling so, dass die Strohhüte getrennt waren und sich da dann wieder treffen, und was haben die Strohhüte in der Zeit da gemacht, und am Ende des Tages war es eigentlich gar nichts, die haben sich da einfach eingeschleust und haben da so ein bisschen verdeckt gelebt, so, ja. So, es war aber trotzdem, es war einfach krass, diese Ungewissheit. Ich weiß noch, dass ich da im Urlaub war gerade, als das erste Chapter kam. Und das erste Chapter war ja auch, glaube ich, dieses so, man sieht Wano Kuni, man sieht Zorro da, wie er mit der Seppuku-Klinge da alle auseinanderschlitzt. Und das war maximaler Hype, das war so geil. Das war überkrass. Ja, das war vor allen Dingen, man hat Zorro so lange nicht gesehen, der hätte egal was machen können. Egal was er gemacht hätte, es wäre immer Badass gewesen in der Szene. Das war schon cool. Ich muss auch sagen, bei der Ankunft, was mir direkt gefallen hat, erstmal, der Anime hat auch direkt richtig dick aufgetragen, als Wano gestartet ist, das weiß ich auch noch. Da wurde ein komischer Farbfilter im Schneideprogramm entdeckt, der auf jeden Fall seinen Job von einem Tag auf den anderen so, Whole Cake Island noch so, weiß ich nicht, so gefühlt hingeschissen teilweise und dann direkt krank. Ja, sah geil aus. Und was ich cool fand, dass man so direkt die Früchte von Whole Cake Island gesehen hat. Ich weiß noch am Anfang, wo Ruffy am Strand stand und dann irgend so ein Handlanger auf ihn geschossen hat und direkt so Feuerahnungshaki, zack, zack, so ausgewichen und so. Das hatte direkt einen coolen Vibe, war mega. Fand ich auch, Mann. Ja. Das war cool. Zorro, auf jeden Fall ein Highlight so von Anfang von Wano gewesen. Supernova mal wieder so ein bisschen im Dings da gewesen. Ja, Hawkins erstmal, ne? Stimmt, Hawkins hat man auch gesehen. Hawkins, Apu und so. Ich muss auch sagen, das hat schon Bock gemacht, weil man hat ja immer mal wieder sich gefragt, was machen die Supernova? Und dass man jetzt alle quasi wieder so ins Boot holt, außer Rouge, was der macht, weiß keiner, aber so, man holt alle irgendwie wieder ins Boot. So, X-Drake ist auf einmal wieder wichtig. Apu ist wieder wichtig, Basil Hawkins ist wieder wichtig, und man sieht auch mal, was die so drauf haben, ne? Das war schon,
war schon cool aus. Ich meine auch der Anfang, wo Zorro da sich mit Basil Hawkins so ein bisschen geschlitzt hat. Oder auch, wo Zorro dann mit der Sense gegen Killer quasi gekämpft hat. Das war auch krass. Junge, 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 Junge. Da wurde richtig dick aufgetragen, muss man sagen. Ja, auch später im Anime, die Animation und so dann, ne? Überkrass. Aber ich fand halt, und das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, teilweise den Anfang ein bisschen zäh. Also, es ist klar, dass sie ankommen müssen und dass so ein riesiger Arc, wo das ganze Land mit involviert ist in diese ganzen. Es ist ja immer so, weißt du, dass man da erstmal so ein bisschen die Umstände kennenlernt, erstmal diese Stadt der, diese, wie sagt man, diese Bakura Town, dieses der Reste, Stadt der Reste oder Dorf der Reste oder so. Und Otama und so als Beispiel und so, dass man das alles gesehen hat und so. Das war cool, es war wichtig auch für die Tragweite und alles so, ne? Gerade wie doll die leiden unter Orochi und Kaido und so. Oh, Team Orochi gleich auch. Aber auf jeden Fall, weiß ich nicht, war schon wichtig, aber es war teilweise ein bisschen zäh, auch gerade die Udon-Passage dann und so, ne? Aber dazu kommen wir ja gleich noch. Ja, also wir springen generell mal so von Punkt zu Punkt. Beispielsweise, ich sag mal so, wenn wir jetzt einmal gleich über den Flashback von Oden reden, dann nehmen wir alle Flashbacks von Oden durch, auch wenn die in alle drei Akte sich irgendwie so reingestreut haben, damit wir hier, sag ich mal, auch mal fertig werden. Wichtig, was ich jetzt vielleicht vor dem Flashback von Oden nochmal durchgehen würde, war, was dann auch im ersten Akt kam, und zwar richtig geil, dass man das erste Mal Kaidos Macht sieht. Ich weiß noch, da gab es die Szenerie, wo Kaido mit dem Drachen dann da aufgekreuzt ist, diesen Berg zerfleischt hat, mit seinem Borobreath einfach mal diesen ganzen Berg geköpft hat. Man dachte sogar dann noch die Strohhüte. Ja, Ruffy dachte doch wirklich so, alle sind gestorben. So. Sanji, Nami, alle tot und so. Und dann kam es ja auch zu einer sehr, sehr, sehr ausschlaggebenden Szene, muss ich sagen, eine der coolsten Szenen, die klar gemacht hat, okay, das wird nicht wie die anderen Arcs werden. Und das war dann halt, wo Kaido dann erstmal diese Machtdemonstration hatte mit dem Borobreath und Ruffys erste, und es sollte nicht die letzte Niederlage sein, gegen Kaido, wo er dann im Gear 4 direkt mit der King Kong Gun, also das Heftigste, was Ruffy zu bieten hat, Gear 4, mit der heftigsten Attacke, die er zu bieten hat, King Kong Gun, greift er Kaido an und was ist? Er kriegt einen Thunderstrike von Kaido und ist direkt knocked out und so halt. Aber tot. So doll, das war schon so geil. Krass. Also, das war, ich weiß noch, dass alle aus dem Häuschen waren und keiner mehr das geglaubt hat, dass Ruffy das irgendwie schafft und jeder wusste, okay, es muss ja irgendwas Überkrasses kommen, so. Und gefühlt war schon Gear 5 so in der Luft, weißt du so. Aber keiner wollte es aussprechen, gefühlt so. Aber ja, ich weiß nicht, ich fand auch krass, als er denn da bewusstlos lag und Kaido vor ihm stand und dann so zu seinen Handlangern gesagt hat, so, er starrt mich immer noch an, so, sein Wille ist immer noch nicht gebrochen, so, weißt du, so, wie krass einfach, Ruffy körperlich vernichtet, so, von einem Schlag, so, einfach, weil das Haki so stark war und Kaido war dazu ja noch völlig besoffen, so, und gar nicht so, weiß ich nicht, gar nicht so, er hat das gar nicht ernst genommen, so, aber der Keulenschlag, es war ja nur ein Keulenschlag, der getroffen hat für Ruffy im Manga, ne, ich glaube, im Anime waren es auch ein paar Schläge und auch vom Drachen hat er den Schweif abbekommen und so, das war aber alles lächerlich, also, es war im Manga nur wirklich ein Keulenschlag und Ruffy bewusstlos, wirklich, zu krass. Das fand ich so heftig. Das war geil, wo er so gesagt hat zu den Handlangern, tragt ihn weg, bringt ihn ins Gefängnis und Ruffy dann bewusstlos nochmal kurz das Königshaki getriggert hat. Stimmt. Und so, dann kam da auf einmal die goldene Aura. Naja, aber das war schon eine coole aber Sache. Aber ey, was man vielleicht hat's nicht bis zu diesem Zeitpunkt, wo er von Kaido vernichtet wurde, hat's da nicht auch schon fast über ein Jahr gedauert oder so? Das darf man auch nicht vergessen. Weil man hat ja erstmal diesen ganzen Otama-Kram gezeigt mit den Bällchen und dass die da hungern und nichts zu essen haben und so. Dann hat man das erstmal gezeigt, dann hat man die Strohhütte gezeigt, wo alle sich befinden und Trafalgar Lore. Dann ein paar Headliner, dann wurden ja auch die Gifters richtig gezeigt und erklärt. Ja. Da muss ich auch sagen, Gifters war halt, also man hat sich von den Gifters mehr erhofft als von üblichen Handlangern, wie man es davor in den vorherigen Arcs hatte, aber am Ende des Tages waren es auch nur übliche Handlanger, also da ist keiner von den Gifters ist mir so im Kopf geblieben, klar, man hat Holdem und Speed und wie sie alle heißen, aber da ist mir jetzt keiner so im Kopf geblieben, dass ich sage, boah, das war ein cooler Charakter, der hat das Ganze bereichert. Ja. Also, was Smile-Früchte für einen Hintergrund haben mit den Lachen, das war krass. Ja, das war richtig krass, das fand ich auch geil. Das war heftig, aber die Gifters-Kräfte waren alle well. Ja, aber so, wie krass war es, wo man erfahren hat, so, es gibt noch die Flying Six und so. Also es gibt noch so, X-Ray ist einer von denen und der hat da auch so ein Dorf niedergebrannt, so. Alleine das. Also auch das,
auch dass Basil Hawkins und Scratchman Apu Supernova-Charaktere, also welche der schlimmsten Generation, dass das nur Headliner sind und da nochmal Flying Six, 6 Leute da drüber stehen, ja, und darüber dann nochmal 3 Katastrophen, und zu der Zeit wussten wir ja gar nicht, was Queen und King drauf haben, so. Und dann noch den Kaiser und dann noch den Shogun, weil man ja sicher damals auch dachte, okay, Shogun ist auch krass, aber ja, aber dann wurde man ja dann auch rein. Also, ich weiß noch, du hast das doch sogar mal auf deinem Kanal gezeigt, diese Fan-Animation von Shogun. Ja, ja, von Shogun. Ja, das ist so krass. Das sah so heftig aus. Man hat sich so den Shogun vorgestellt wie so einen zweiten Kaido. Ja, wirklich, so, weißt du, ja. So, er muss ja so krass sein, damit er Kaido im Schacht hält. So, so hat man noch geredet. Yeah, so. Der muss ja mindestens so krass sein, wenn er Kaido da irgendwie kontrolliert oder so, weißt du. Aber am Ende hat er ihn nur so mäßig erpresst mit irgendwelchen Gütern, weißt du. Also völlig albern eigentlich. Also, ja, da muss ich sagen, lass uns mal kurz schon mal für den ersten Akt, sag ich mal, was ist dein größter Downer und dein größtes Highlight aus dem ersten Akt, sag ich mal? Bis wohin ging denn der erste Akt eigentlich wirklich richtig? So, bis zum Gefängnis? Also der erste Akt, ja, bis zum Gefängnis. Also quasi, wo Ruffy und Kid dann aufeinander getroffen sind. Ah, stimmt. So ein bisschen erklärt hat und den ihr Training angefangen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt, was war dein absolutes Highlight und dein Lowlight? Okay, Lowlight. Highlight würde ich sagen, Kaidos Machtdemonstration. Weil man wusste, dass Kaido heftig ist so, aber man konnte sich gar nichts darunter vorstellen. Und dass man so eine kurze Kostprobe davon bekommen hat, wie weit dieser Abstand ist, war gigantisch. Würde ich vielleicht auf Platz 1 packen oder halt die Strohhut-Zusammenführung. Also nicht, die kommen ja erst ganz spät alle zusammen, ja, aber dass man halt zumindest mal Ruffy und Zoro wieder zusammen sieht, das war schon sehr herzerwärmend. Also das würde ich sagen, war so der schönste. Ich weiß nicht, der größte Downer. Also im Anime haben mich diese langen Kämpfe mit den Gifters und so gestört. Ja. Batman war da gefühlt, Kaido 2.0. Batman und Gazellenman oder wie er heißt. Ja, das war crazy. Aber der größte Downer, Ich habe keinen richtigen Downer tatsächlich gerade. Also der mir jetzt so vom Manga her einfällt, wo ich sage, Manga, vielleicht, dass der Aufbau ein bisschen zu lasch war. Weil man wusste, Wano Kuni wird wohl der heftigste Arc werden. Hier werden Kaiser fallen. Und da war der Einstieg vielleicht ein bisschen zu zäh. Ja, also bei mir ist es fast so ähnlich. Ich würde auch sagen, das Highlight, auch wenn es eigentlich scheiße ist für den Protagonisten, aber das Highlight ist für mich auch eigentlich gewesen aus dem ersten Part, wo Ruffy halt mit einem Keulenschlag vernichtet wurde. So, gibt es da was, was da rankommt? Warte mal, ich versuche gerade zu überlegen. Nee, eigentlich nichts. Davor war, ja, und das, also ich fand auch so ein bisschen diese Holdem, weißt du, so einer der, wie hieß der nochmal, in All-Star? Nee, nicht All-Star. Nee, das war auch nur ein Headliner. Ein Headliner, stimmt, ja, der Headliner war es ja. Ein Headliner, aber da dachte man wirklich, okay, das ist so ein, der ist vielleicht krass, so, weißt du, hat man gedacht, so, und dann am Ende so, da wurden ja auch wirklich chapterweise so, wurde sich mit Holdem und wirklich diesen Handlangern aufgehalten, die jetzt ja im Nachhinein, also was sind das für, das sind ja absolute, das sind One-Shots, so, die kann Ruffy mit Königshaki sogar ausnocken, so, weißt du, mit einfach so Schaumvormundmäßig, so, also dass da so, keine Ahnung, ein bisschen Zeit, aber es war auch irgendwie wichtig, weißt du, aber trotzdem, ich würde sagen, das ist auch der Downer, ich, fast gleich, genau wie bei dir eigentlich. Ja, also ich glaube, erster Akt ist ja generell auch der Aufbauakt gewesen und danach wird es halt richtig krass, deswegen wir springen jetzt mal auch relativ schnell da durch. Gefängnis-Arc kam, ich glaube, wichtig zu nennen, also erstmal weiß ich noch in der einen Zelle, wo man nicht gezeigt hat, wer da drinne war. Skopakaban. Yes, Skopakaban-Theorien mit einer Fischgräte hat er da Dings da und man dachte so, boah, da sitzt der heftigste Typ drin und dann sitzt da so ein kleines Mistvieh. Der muss auf Rayleigh-Level sein, so mäßig. Ja, der muss auf Rayleigh-Level sein. Das war auf jeden Fall eine lustige Zeit. Was ich eine richtig coole Info fand, war, wo Kid dann erklärt hat, dass er seinen Arm nicht durch die Big Mom-Piraten verloren hat, sondern durch Shanks. Das fand ich geil, dass man da nochmal so Shanks reingeworfen hat und so gesagt hat, ey, okay, den gibt's auch noch. Und das Kid ja eigentlich auch erfolgreich gegen Big Mom war. Er hat da die Schiffe zerstört, sich was zurückgeholt und ist dann wieder abgehauen. Und dass die so skrupellos sind, das hat man von Shanks, das hat man denen nicht zugetraut, ne? Dass die einfach da super nur bei den Armen halt, Shanks. Ja, Shanks ist halt ein Big Player, so, weißt du? Der sagt, dann geh nicht einen Schritt weiter und dann zack. Der scheint schon... Das hat man ja auch schon damals gesehen, wo Ace zu Shanks gegangen ist, um sich zu bedanken, wo er da in diese Höhle reingekommen ist, da war das ja auch so, ein Schritt weiter und du bist tot, so ungefähr, weißt du? Ja, ja. So, das gab es ja auch, keine diese Späßchen. Kurze Szene. Das ist, ja, keine Späßchen. Wo er im Anime beide Arme wieder hatte. Ja, beide Arme, genau, stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und generell Gefängnis-Arc, dass Kid und Ruffy als Kontrahenten oder
ja doch als Kontrahenten quasi gemeinsam trainieren, war eine coole Sache, braucht man erstmal nicht weiter thematisieren. Da geht es natürlich ein bisschen darum, den Körper selbst zu stärken, das Haki zu stärken und nicht die Teufelsfruchtfähigkeiten oder so. Nachher gibt es ja auch noch einen Coach im Gefängnis-Arc, thematisieren wir vielleicht später nochmal. Sprechen wir aber mal und machen wir jetzt den kompletten Flashback von Oden einmal in einen Rutsch. Erstmal deine Meinung zum Flashback von Oden. Wir haben ja viele krasse Flashbacks gehabt, sei es von Trafalgar Lore als Kind und mit Corazon und so, da waren ja heftige Flashbacks schon in der One Piece Geschichte, aber wie ordnest du dem Flashback von Oden ein? Insgesamt also für alles. Mich ist das der beste und wichtigste Flashback komplett, das überschattet für mich alles, was wir auch von Lore und so hatten, Corazon, das weiß ich nicht, oder auch ja, was für krass, wir hatten schon viele heftige Flashbacks, aber nichts kommt für mich daran, weil wir halt, wie gesagt, nicht nur Oden seine Story erleben, der der absolute krasseste Ehrenmann war, von Anfang über Chad, der da durch Wano stolziert und dann da 3 Tage am Schiff hängt von Whitebeard und dann mit Whitebeard und Roger die Welt umsegelt. Wir sehen Whitebeard und Roger kämpfen, wir sehen komplett, wie die Rotpornoglyphen eingesammelt werden bei der letzten Umrandung, Umsegelung der Welt so. Wir sehen, wie sie das One Piece finden, keine Ahnung. Und dann am Ende natürlich noch sein absolut dramatischer und heftig epischer Tod, wo er noch seine Kameraden hält und die gerettet hat, alleine im siedenden Öl so. Das ist so krass und das ist für mich auch vielleicht mit dem Joyboy-Flashback irgendwann zu überbieten, aber das ist für mich zu krass. So, und jetzt im Deutschen noch synchronisiert im Anime von Tommy Morgenstern, wie geil. Ja, ja, also da muss ich auch sagen, ich hätte damals nach Corazon nicht gedacht, dass es nochmal ein Flashback gibt, wo im Flashback ein Charakter eingeführt wird. Man weiß quasi schon, okay, der wird sterben so. Dass ich dann nochmal so mitfiebern kann wie bei Corazon und dann kommt Oden und klatscht das so zur Seite. Das war so viel krasser. Ja. Also dieser ganze Flashback, erstmal, man sieht Whitebeard und Roger, die zwei mit dem höchsten Kopfgeld in One Piece jemals aktuell. Ja. Sieht man gegeneinander clashen, so, weißt du, die berühren sich nicht, da platzt die ganze Insel auseinander. Man sieht einen Rayleigh, der mit allen Fingern Marco auffällt und so, ja. Weißt du, man sieht so viele krasse Sachen, man sieht das Logbuch von Oden, da geht es um antike Waffen, man sieht Enma, wie Kaido das aufgeschlitzt wird, wie da die Narbe ist und so, man sieht so viele krasse Sachen und natürlich dann dieses Finale von Oden, also für mich auch mit Abstand der beste Flashback aus One Piece und ich würde sogar sagen, mit Abstand auch einer der besten Flashbacks aus Manga und Anime insgesamt. Ja, safe. Also absolut konkurrenzlos, mega krass, einer der spielentscheidendsten Steine überhaupt, Oden, absoluter Ehrenmann. Und der Name Oden war ja schon so, der schwebte so in der Luft schon immer so jahrelang, so auch schon vorher, vor Wano und so, immer so ein bisschen so, aber dass man, so habe ich es mir nicht vorgestellt, dass er so aussieht und dass er so krass ist und so auch so wichtig war und so. Und jetzt gibt es ja immer noch das Logbuch, weißt du, was ja auch Yamato und so hatten und auch davon was wissen so. Also, ey, so krass. Und ich bin mir auch sicher, dass irgendwie, keine Ahnung, dieses Oden-Ding nie aussterben wird. Das wird, glaube ich, ganz zum Schluss von One Piece auch nochmal wieder aufgegriffen, so alles so, die Wichtigkeit von Oden und auch gerade Yamato, wenn sie dann wirklich mitsegelt und so, als Oden. Ja. Ne, ist schon heftig. Also, ich weiß nicht, Leute, könnt ja mal in die Kommentare schreiben, aber kein Flashback kommt da mit. Also, ich finde von allem so, von dem Fanservice, von der Action, von dem Wissen, was wir kriegen so und dann noch am Ende die Dramatik so. Ich fand auch, er hatte den krassesten Tod so, den ehrenvollsten, heftigsten Tod so. Wie krass einfach, dass er auch sich da reinstellt so und schreit und wie das gezeigt wurde so und dass er sich so mit der Holzplanke dann so deine Kameraden hält so und die im letzten Moment noch wegschmeißt so und dann noch, und dann werden sie noch in die Zeit, so Zeitreise-Story noch mit eingebunden in den Flashback und so mit Toki und so, das war auch heftig. Ja, und auch wie es überhaupt dahin kam, man darf ja nicht vergessen, ey, dann sagt man einfach, okay, Bartholomäus Frucht und Mr. Toos Frucht, die existieren da ja, schon. Ja, wie krass ist das? So, die zwei sind da einfach, dann trickt man Oden, indem man sich in Momo verwandelt und um Hilfe ruft, so, weißt du, nur dadurch wird er quasi getroffen, also Oden hätte vielleicht sogar eine kleine Chance auf den Sieg gehabt, so hätte man es, oder hat man es vermittelt, das war schon verrückt und dann auch noch, dass er seine Kameraden trägt und man sieht, dass da ein Verräter, also man weiß später, da ist auch ein Verräter, lässt sich da auch gerade tragen. Ja, weißt stimmt, du? Oh mein Gott. So, mit Kanjuro und so, also das ist auf so vielen Ebenen ein absolutes Meisterding. Der Flashback, ich denke, das kann man fazitmäßig sagen, 10 von 10 hätte nicht besser sein können. Ja, so. Das hat auch auf gefühlt jeden. So nach diesem Aufbau von Wano, so nach auch ein bisschen trägen Chaptern ab und zu so hier und da und Verwirrung auch so ein bisschen so mit den ganzen Häfen und so, wo, weißt du, wie wurde das jetzt verstanden und so, und dann kam der Oden-Flashback so, der kam ja so auch, als sie da so, weißt du noch, ich glaube, der kam so, wo sie so verzweifelt an der Küste waren und an dem vereinbarten Hafen keiner war und die waren so völlig verzweifelt so im Regen und weinen und wollen dann alleine mit so einem Klapperboot da lossegeln und
dann geht so, keine Ahnung, der Vorhang zu, oder beziehungsweise wir sehen dann so den Flashback auf einmal und dann sind wir, ich weiß gar nicht, wie viele Chapter das war, aber das waren, glaube ich, waren es 10 Chapter? Nee, nicht ganz, oder? Das waren so 5 Chapter, 6 Chapter oder ich weiß es nicht. 5, 6, also 10 wären ein bisschen. Geschätzt so, aber überleg mal, wo nur Flashback-Gedöns ist, ohne die Ströte zu zeigen, so, weißt du? Also, das ist eigentlich auch ziemlich mutig von Oda, sowas zu machen. Auch in so einem, an so einem Zeitpunkt, wo man eigentlich so in der Gegenwart gerade so eine Ungewissheit hat, so, was ist jetzt so, sind die Ströte nicht da, was passiert so und dann auf einmal das so. Ja. Aber alles war vergessen, nachdem man da so Whitebeard und Roger sich fetzen sieht mit dem Königshaki, auch mit dem erweiterten Königshaki, obwohl ihre Klingen sich nicht berühren. Das ist es. Weißt du? Dass ja. auch ja wieder das aufgegriffen wurde im Kampf zwischen Ruffy und Kaido dann so. Also, absolut krass, Mann. Verrückt. Auch, ich meine, das ist es nämlich. Eigentlich ist es mutig, die Hauptcharaktere Ruffy, Zoro, Sanji und so und Kaido in so einen Arc quasi, Kaido nur bedingt, nicht zu zeigen und sich auf andere Charaktere zu stützen, das funktioniert und die Leute feiern es sogar gefühlt mehr als anderes, als anderen Stuff in One Piece, wenn man einen Schwenker hat, so zum Beispiel Mihawk oder so, klar, weil das Fan-Favorite-Charakter sind, aber hier hat man einen Charakter neu eingeführt, weißt du, man wusste noch gar nicht, ob der funktioniert, aber oder hat natürlich so eine geile Story da auf den Tisch gehauen, dass es da gar keinen Zweifel dran gab, also Hammer. Ja, überkrass. Ja. Dann wie gesagt, Gefängnis-Arc-Training hat so kurz angefangen, also da die ersten Szenerien, erster Akt, eher Aufbau, springen wir schnell durch, kommen wir nämlich zum ersten Schwenker, der dann kam. Und hier hat man gemerkt, okay, oder hier hat man dann Lust auch auf die nächsten Schwenker bekommen, weil da wurde auf jeden Fall auch dick aufgetragen. Erstmal, man sieht den neuen Kaiser Blackbeard auf, auf Gott. Beehive. Auf dem Timeskip das erste Mal. Man hat nur bei Dressrosa, glaube ich, die Teleschnecke gesehen, wo man erahnen konnte, okay, sein Bart ist jetzt in Zöpfe aufgeteilt und so, weißt du, aber wie sieht er aus so? Und dann sitzt er da als Übergott da auf der im Piratenparadies so. Es ist zu krass gewesen. Ich fand, das war so gut gemacht, ey, weil das war auch einer der krassesten Flashbacks, fand ich. Also, nicht Flashback, wie sagt man? Rundumblicks. Ja, safe. Also, absolute Gänsehaut und dann auch noch, also diese Szene, wo er da so mit der Bebenfrucht einfach mal haut und dann kam nämlich was, das hat sich später im Anime auch übelst durchgezogen, dass nicht mehr immer dieses typische to be continued, sondern dass der Screen, dass damit irgendwas passiert. Ja, so, er zerschlägt ihn so. Also, ja, und er zerschlägt einfach diesen to be continued Screen mit der Bebenfrucht. Boah, da wurde aber nochmal auf Gänsehaut gepolt. Und auch neunschwänzige Fuchsfrucht. Shiryu hat Absaloms Frucht genommen, die haben ihn dahin gebaitet. Gecko Moria ist da, wird aufgeschlitzt, so, er wird so Ultimatum so mäßig gesetzt, so. Also, das ist auch so krass, ey. Und auch jetzt, gerade aktuelle Manga, haben wir erst erfahren, dass dort auf Beehive noch das letzte oder einer der letzten Rocks-Piratenmitglieder sich niedergelassen hat und dass damals Corby und Law ihm geholfen haben, anscheinend irgendwie den davor zu treiben und dass er denn da sozusagen herrschen konnte. Das war ja bei dem Flashback, bei dem Rundumblick dann noch gar nicht so mäßig bekannt, aber das Piratenparadies ist ganz wichtig, da wurden auch die Rocks gegründet, so. Also das ist ein ganz wichtiger Ort und da hat er sich niedergelassen. Ja, total verrückt, ne? Und man hat ja wirklich gemerkt, denen gehört die Insel da gefühlt, also da feindet das keiner auch nur im Ansatz an. Dann der Fakt, Gecko Moria, ehemaliges 7-Samurai-Mitglied, sieht da aus wie ein Gifter im Wano Kuni-Arc, weißt du, wird da absolut hops genommen. Absalom einfach, scheinbar gekillt, so. Körper nur noch. Ja. Ja, da, also das ist auch total crazy. Dann die neunschwänzige Fuchs. Was glaubst du? Ist total verrückt. Was glaubst du, ist mit der Frucht? Also, das ist zwar ein bisschen jetzt off, aber. Was ist das für eine Frucht? So, man kann sich verwandeln, wie Mr. Two, aber muss man die Person dafür auch anfassen? Oder, weißt du, kriegt man auch die Fähigkeiten? Kann sie mehrere Personen? Also, wie funktioniert das? Ich glaube, die ist übergeordnet, der von Mr. Two, der Frucht. So, aber, aber wie die funktioniert, das hat man halt seit diesem Auftreten vor Katharina Devon mit dieser Frucht und dem Wissen, dass sie sich halt auch verwandeln kann in andere Personen, hat man immer diese Ungewissheit im Hinterkopf, so bei jeder Sache, so, könnte das Katharina Devon jetzt gerade sein, so mäßig. Immer wieder, ich krieg jede Woche einen Katharina Devon-Kommentar irgendwo so. Ja, vor allen Dingen auch, ich meine, einfach nochmal eine mystische Zoan-Frucht, so, weißt du, aus dem Ärmel zaubern und die dann einfach nochmal so, so einen Charakter wie Katharina Devon in der Hand geben. Mega krank. Und dann, der Schwenker ging ja auch so weiter, dann haben wir einfach mal die Info bekommen, dass Sabo, Morley, Lindberg und Karasu einfach mal von Green Bull und Fujitora zerpflückt wurden in einem mehrtägigen Kampf. Und das finde ich, das hat man auch unterschiedlich aufgenommen, muss ich sagen, weil viele haben sich ja eigentlich erhofft, dass die Revo-Kommandanten
richtig stark sind. Und dann hat man gesehen, okay, drei Revo-Kommandanten plus Sabo verlieren gegen zwei Admirale. Das hat einen irgendwie so ein bisschen einen Dämpfer gegeben, ob die Revos wirklich so stark sind. Auf der anderen Seite hat es dann aber auch ultra gehypt auf Green Bull. Ja, aber so. Jetzt natürlich die Frage, also das ist sowieso so eine Frage, die ich mich stelle ab und zu, ist das jetzt, haben die jetzt wirklich verloren? So, weil wir sehen die doch, also jetzt gerade im Manga aktuell sehen wir die da sitzen, die haben es geschafft die haben Kuma befreit, die sind sogar positiv da durchgegangen. So, Es hieß dann ja in der Zeitung, so, das war ja auch so Dardan und so, hat darauf reagiert, so mit Tränen, so als wäre Sabo schon fast tot erklärt in dieser Nachricht in der Zeitung, so, weißt du? Und keine Ahnung. Ich glaube, wir haben da auch noch, was haben wir da noch gesehen? Wir haben Garp kurz gesehen, wie er die Shiroshi und so eskortiert hat zur Fischmenscheninsel. Der hat da auch noch mal ein, zwei Sätze zu gesagt, so, dass da was passiert ist und so. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass Cobra getötet wurde, ne? Aber wir haben es schon gesagt, glaube ich. Zu diesem Zeitpunkt war es irgendwie vielen Fans schon klar. Ich frage mich nur wirklich, was da genau passiert ist mit Fujitora und Green Bull. Weil King Cobra hat ja noch kurz vor seinem Tod, wollte der mit Fujitora reden. So, und wir wissen jetzt neuerdings, dass Sabo auch Cobra nicht umgebracht hat, sondern es wurde ihm in die Schuhe geschoben. So. Also, was ist da wirklich passiert? Haben die wirklich gekämpft oder war das wieder nur Fake News irgendwie, was morgens aufgedrückt wurde, dass er das so in die Zeitung abdruckt oder keine Ahnung? Weil er hat ja wahrscheinlich nicht verloren, so. Aber wir dachten das jetzt 3-4 Jahre lang fast so. Ja, man dachte das halt wirklich. Also, das ist halt immer dieses so: man liest das in der Zeitung und man ging halt schon davon aus, dass das dann irgendwie stimmt. Klar, jetzt später wissen wir halt, wie es aussieht. Wir haben ja auch Sabo dann noch gesehen, der jetzt auch nicht so aussah, als ob er da irgendwie zwei Arme verloren hätte in den Kampf oder so. Ja. Und es hieß ja eigentlich auch mehrtägiger Kampf, aber zur damaligen Zeit hat er ihn ja schon mies gehypt auf das, was noch kommt. Und hat dann direkt, das hat direkt so das aufgemacht, so okay, Wano wird abgebrochen, Ruffy Marine vor 2.0, rettet Sabo, so Impel Down, neuer Arc, rettet da auch Mr. Two direkt und so, weißt du, also Bonshan und so raus, also das war so crazy, das hat so ein Feuer ausgelöst und das einfach ein Kapitel, nachdem man auch Blackbeard gezeigt hat, wie Gecko Moria da geschlitzt wird und so, also das hat einen direkt so viel Gesprächsstoff gegeben. Und das finde ich halt immer krass, wie diese Schwenker dafür gesorgt haben, dass du in 2-3 Kapiteln einfach Gesprächsstoff für locker 100 Videos hattest. Ja, so, ist weißt echt du? So. So total verrückt. Also mega, mega. Genauso wie es ja jetzt gerade auch aktuell im Manga ist, ne? So nach Wano, diese ganzen Chapter, die jetzt gerade so sind. Ja. Es geht ja direkt wieder weiter so. Und genau das, also ich fand es halt ein bisschen zu spärlich. Das war ja nur einmal gefühlt zwischen, was war das? Zwischen dem Aktwechsel von 1 auf 2 oder so hatten wir einmal diesen Schwenker, dass wir das erfahren und das so, aber danach, das fand ich halt ein bisschen schade, dass es am Ende Wano Kuni wirklich nur 3 Akte waren und da hätte ich mir wirklich diese 5 gewünscht, nochmal ein bisschen besser gesplittet und zwischen den Akten dann immer ein bisschen nochmal hier, ein bisschen Info, weißt du so? Mhm. Das mit der Cross-Gilde hätte man vielleicht auch noch schon ein bisschen früher so zwischen dem 4. und 5. Akt nochmal reinschmeißen können oder sowas, das hätte auch nochmal für ein Jahr dann übertrieben Gesprächsstoff gesorgt und weißt du, so ein bisschen mehr Hype auf das, was nach Wano kommt. Weiß ich nicht, oder was gab es noch für Schwenker? Es gab ja eigentlich nur ein. Es gab nur 3, also quasi, wenn man den letzten noch mitzählt nach dem Dings da. Aber es war ja dann noch immer, man hat ja dann noch immer gedacht, so, okay, Wano Kuni, nächster Akt muss mit einer Tragödie enden. Und dann hat man bei jeder Szene, okay, Samurai haben verloren, jetzt endet der Akt. Ah, oh, nee, Ruffy hat wieder verloren, jetzt endet der Akt. Ah, Yamato hat jetzt auch verloren. Ja, so, weißt du? Und so hat man das dann immer wieder gegliedert, aber man ist dann so ein bisschen aus diesem Raster ausgebrochen. Aber wie gesagt, da kommen wir auch später in den anderen Schwenker nochmal drauf. Schwenker an sich, erste Schwenker vorbei. Dann kam der zweite Akt und der war deutlich besser als der erste Akt. Also hier wurde an Tempo aufgenommen. Erste Sache, die ich mir mal so notiert habe, Sanji gegen Page One, erste Flying Six-Mitglied, was uns vorgestellt wurde. Und Sanji packt sein neues Power-Up aus, und zwar den Raid-Suit. Deine Meinung zum Raid-Suit? Ja, also wirklich, also ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu. Also der wahre Raid-Suit, beziehungsweise das Power-Up davon, kam ja dann erst im Kampf mit Queen später auf Onigashima. Aber so erstmal zu sehen, er kann sich unsichtbar machen, so das, was er immer wollte, okay, das war schon ganz cool, aber natürlich der Downer, so, ne, ich weiß noch diese große Debatte, so, ja, toll, er kriegt jetzt so einfach so einen Anzug spendiert und hat sein Power-Up, so, und dann die Leute, die Sanji verteidigen, sagen auch, ja, Zoro ist ja auch nur so stark wegen seinem Schwert und er hat jetzt Enma, das ist ja auch ein Upgrade und bla und so, das ist ja eigentlich auch nur ein Werkzeug wie der Raid-Suit, so. Ja, ich finde so ein Raid-Suit, der dich allgemein schneller und stärker macht, so allgemein die Kernattribute bufft, finde ich ein bisschen lame irgendwie so, weißt du? Zoro hat hartes Training durchgemacht, um mit den Schwertern dann auch so das abzuleisten, weißt du? Und die buffen ja jetzt nicht seine Attribute so. Deswegen finde ich den Raid-Suit immer noch ein bisschen scheiße so.
Aber der Raid Suit ist ja jetzt auch nicht mehr anscheinend. Er hat ihn jetzt, hat er ihn kaputt gemacht am Ende? Ja, ne? Ja. Ja, also, ja. Der, man, genau, ich erstens vergessen. Das. Er hat das ja dann auch so in sich aufgenommen. Die Fähigkeiten, ja, die Verhärtung etc. ist ja jetzt quasi Standard bei ihm. Und er hatte ja dann auch Angst, so ein Cyborg zu werden. Man muss sagen, man hat auch erst so eine kleine falsche Fährte gesetzt, weil Frankie hat damals gesagt, er kann das Aussehen von Raid Suit noch anpassen. So. Also, dass da noch dran rumgewerkelt werden kann. Und dann ging man so ein bisschen davon aus, dass Frankie und Lysop und so das so machen wie mit Namis Taktstock, also dass die einfach daran rumcraften und dieses erste Äußere, was von vielen so belächelt wurde, dass das dann halt wegfällt. Man muss sagen, klar, Raid Suit, da kann jetzt nicht jeder Hans und Franz sich reinpacken und ist dann auf einmal voll der krasse Typ und könnte einen Flying Six-Member mit klatschen. Also das ist schon wichtig, dass da auch Sanji mit einer gewissen Stärke rangeht. Aber es lässt sich zumindest mal in Frage stellen, ob der Raid Suit so das beste Power-Up war, was man hätte wählen können. Hat aber gut funktioniert. Ich meine, für den Kampf vollkommen ja, okay. Also, so. Auch wenn Oda damit die Vitalrezepte, glaube ich, endgültig in den Mülleimer geschmissen hat, die Sanji ja, gelernt das ist hat. Jetzt so. Auch egal. So alles, was er die 2 Jahre gelernt hat, so sein Training, so ist eigentlich nichtig. So ist Quatsch. So gibt's gar nicht. So, er hat nichts gelernt. Ja. So, er hat seinen Anzug bekommen und damit ist er stärker. So, eigentlich ist ein bisschen schade. Den Skywalker. Ja, okay, den hat den gebe ich ihm noch, Digga. Ja. Den gibt's noch. Ja, also das ist auf jeden Fall, ja, Raid Suit war cool. Also es war cool, mal was von Sanji zu sehen als Power-Up und dass Sanji jetzt auch irgendwie stärketechnisch zu Zoro aufholt. Das war cool, muss ich tatsächlich sagen. Auch die Fähigkeiten waren eigentlich ganz cool, aber die Umsetzung war gewöhnungsbedürftig, sagen wir es einfach mal so. Ja. Nächster Punkt, Udon-Training. Hier auch nochmal 2 Partien. Manga, Udon-Training ging klar. Ein paar Infos hier, ein paar Infos da. Ruffy trainiert quasi eine neue Form des Hakis. Diese geisteskranke Rüstungshaki auf so einem Niveau fand ich mega cool. Echt Hammer. Im Anime hat sich dieses Training aber, boah, das hat sich gezogen. Junge, Junge, Junge. Da hat Ruffy, glaube ich, gegen 7000 Udon-Leute nach und nach gekämpft. Ja. Also das war echt, boah, das war zähes Programm, ey. Ich kann mich noch an den Skorpion-Heini erinnern und an Babanuki, an diesen Elefantentypen, den er den Rüssel zugebunden hat. Das war auch geil. So, aber guck mal, das auch so ein bisschen. Ich war eigentlich voll Feuer und Flamme für das Training, so dass Ruffy mit Seestein-Einfluss da die dicken Steinquader durch die Gegend trägt und seinen Körper stehlt, so. Und das war ja auch ein bisschen so, aber gefühlt wurde das gar nicht mehr so aufgegriffen, so dass er da jetzt irgendwie körperliche Stärke durcherlangt, weißt du, weil er so unter dem Einfluss als Teufelsbenutzer trainiert, so. Das wurde ein bisschen weniger, das wurde gar nicht thematisiert, glaube ich, so, ne? So groß, so dass er jetzt dadurch. Ja, er war dann halt ein bisschen muskulöser tatsächlich auch dargestellt, aber also generell muss man sagen, wohlwissend, also jetzt kennen wir alle den Manga und den Anime und wissen, wie das ausgeht, wohlwissend, wie Wano Kuni ausgeht, ist das Training, was man da gezeigt hat, zu wenig. Ja. Weil man darf ja nicht vergessen, für uns ist Wano Kuni mehrere Jahre, in der Geschichte sind es nur ein paar Tage. So, und dass Ruffy in ein paar Tagen Gefängnissteine schleppen und ein bisschen auf Steine einhauen und auf irgendwelche Gifters und Headliners und so ein bisschen rumcatchen, dass das ihn 1, 2, 3 Tage später befähigt, den Schlag, den ihn vorher geone-shottet hat, einfach zu tanken und wegzustecken und zu lächeln, fraglich. Ja, das ist halt echt so. Das ganze Training, da war eigentlich für die Katz, außer halt das, was Opa Hyogoro of the Flowers, der alte Yakuza-Heini, der halt da auch das erste Mal aufgetreten ist, dass der da gefühlt, also das fand ich auch ein bisschen komisch, dass der Typ, auch wenn er damals krass war, okay, aber dass der dieses legendäre Haki beherrscht, dieses Goken, dieses erweiterte Königshaki, weißt du, dieses, was meinte er, Kaido meinte ja auch, das können nur eine Handvoll Personen überhaupt in der Geschichte der Zeit, so, weißt du, so. Und dann hast du die Silhouetten von Shanks gesehen. Das war jetzt Rüstungshaki. Das war ja noch das Rüstungshaki. Das kann ja theoretisch noch jeder. Ja, lernen, aber diese Aura, weiß ich nicht. Diese Aura von dem. Diese goldene ja, Aura. Ja, und das wurde ja auch immer wieder. Wir haben ja immer wieder auch diese. Auch später im Kampf gegen Kaido immer wieder diese Opa Hio Udon-Flashbacks gehabt. So, wo der mal einen Satz sagt: Im Anime wird das Ganze. Wird sein, das immer auf die Augen gedrückt. So, immer wieder. So, das ist wichtig. Also, das war übertrieben wichtig, das Rüstungshaki offensiv zu verwenden, so mäßig. Aber. Ja, weiß ich nicht, ey. Doch, es macht schon Sinn, dass der die Technik immer noch beherrscht und so, aber wo haben wir das denn mal gesehen, so vorher, weißt du? Ja, also man hat ja dann das so ein bisschen umgedeichselt. Man hat ja dann diesen Rayleigh-Flashback, wo Rayleigh diesen Elefanten reflektiert hat mit Rüstungshaki und der Elefant dann so umgekippt ist. Das hat man dann so gesagt, okay, das ist dieses
Gurkenhaki, dieses Advanced Rüstungshaki, wo man quasi die Kraft zurückstrahlt. Also man schlägt nicht offensiv, das wird dann im Anime mit so einem Steinbeispiel, also man schlägt den Stein nicht kaputt, sondern man berührt ihn quasi, also man zerstört es von innen heraus. So, und dann hat man diesen Rayleigh-Flashback gezeigt und quasi gezeigt, Rayleigh kann das auch. Und dann kam ja auch im Flashback von Oden die Situation, wo Rayleigh auch dieses goldene Rüstungshaki eingesetzt hat, um zum Beispiel Marco aufzuhalten. Ja, ja. Weißt mit du, mit dem Finger, ja, Finger. Das war so krass. Genau. Ja, ist schon krass. Also, ist schon geil. Also ich finde auch geil, dass noch so Rüstungshaki nochmal so eine weitere Komponente kriegt und auch gerade das gefühlt ja dieses Rüstungshaki, dieses Aura-Goken-Ding vom Rüstungshaki, dass das später, dass Ruffy das adaptiert hat aufs Königshaki so, ne? Das war ja so ein bisschen so flüssig in dem Kampf selbst, hat das erst gelernt, gecheckt und dann so angewendet. Aber es ist ja auch so ein bisschen so, das Königshaki verwenden wie diese Aura. Also es ist auch leicht zu verwechseln. Also viele checken es auch gar nicht. Ja, also dieses Training, muss man sagen, es hätte es eigentlich nicht gerechtfertigt, aber One Piece versucht halt so, oder es wurde ja dann auch diese Route gegangen, dass Rayleigh dann auch so gesagt hat, so nach dem Motto, okay, du kannst nur noch stärker werden, wenn du gegen starke Gegner kämpfst. Bei Katakuri konnte man das noch leichter greifen, so zahlreiche Angriffe über mehrere Stunden, so weißt du, von jemandem wie Katakuri in so einer Stelle und dann stärkt man seinen Observationshaki, okay. Hier ist halt dieser Sprung einfach so riesig, aber es hat halt schon so diese Dragon Ball Vibes, weißt du, man kriegt auf die Schnauze und dann auf einmal kommt eine neue Form und zack, ist man wieder voll da. Ja, ist echt so. Deswegen. Das soweit zum Training. Dann eine Sache, die ich sehr, sehr cool fand, das habe ich nochmal richtig abgeholt, während ich Wano Kuni konsumiert habe. Big Mom kommt endlich an, mit ihrer Crew, auch hier wieder absoluter Bait, weil man hat damals noch, oh, ob Katakuri unter Deck ist und ja, so, ja. Weißt, ob der auch mit auf dem Schiff ist, unter Deck. Der schläft unter dem Deck oder so, das war auf jeden Fall noch so eine Sache, dann hat man auch einfach Smoothie als Süßigkeitenkommandantin, die einzige, die man nicht kennt, mitgenommen, die hatte den ganzen Arc keine Rolle gespielt, lächerlich und frech, was da abgezogen wurde, frech, wirklich kriminell. Einfach einen Kaiserkommandanten so unterschlagen, das hätte ja echt noch für einen guten Fight herhalten können. Ist echt so. Und Big Mom kommt und das war cool, wo King dann den Wasserfall wieder runtergeschmissen hat. Überkrass. Das hatte schon was. Das war schon cool. Und auch ungefähr zeitlich ähnlich betrachtet kam Marco an. Und das war richtig geil, weil das hat gezeigt, okay, dieser Arc. Das wird so, da kam so Marineford-Flair, weißt du? So, man hat auf einmal zwei Kaiser. Big Mom, Kaido, man hat dann Marco, Kaiserkommandant, Anführer der Whitebeard-Piraten damals und so, weißt du? Das war so, da war so viel Energie. Boah, das hat Bock gemacht. Ey, und weißt du noch? Solche Charaktere auf mitwirken. Weißt du noch, dass Marco eine Sache gesagt hat, glaube ich, zu Nekomamushi, die Ruffy ausrichten soll? Ja. Was ja, war klar. Das nochmal letztendlich jetzt? Warte mal. Das war so ein Quatsch am Ende. Ich dachte, er will irgendwas, so irgendwas Blackbeard-Info oder irgendein Scheiß, so, weißt du? Und am Ende war es so. War das nicht nur, dass er aufpassen soll? Ja, irgendwie sowas so? War das, glaube ich. Ja, wirklich so, ach so, Captain Obvious, Digga. Danke, Marco, dass du das sagst. So, toll. Mhm. So, alle haben so Hoffnung gehabt, dass er so die überkrassen Infos über Blackbeard, weil er nochmal im Vergeltungskrieg im Timeskip, so, weißt du, da hat er gekämpft und so, dachte man. Und am Ende war das so. Weißt du, was ich gedacht habe gerade, also spontan im Kopf, ich habe gerade so gedacht, so als ob Marco so diese Info hat, also Leute, jetzt merkt ihr, wie off-topic dieser Podcast ist, für alle, die jetzt Hobbit nicht geschaut haben, Pech gehabt, aber wo im dritten Hobbit-Teil dann so, also quasi, dass dem Drachen eine Schuppe fehlt und wenn man da trifft, dann kann man ihn töten, genau. Weißt du, so dass er so eine Info hat, so, du musst da, und da fehlt eine Schuppe, da musst du so eine Schwachstelle. Whitebeard hat die damals. Ey, das wäre es halt gewesen, so. Ja, und dann hat er so gar, also wir können uns jetzt auch komplett irren, aber ich glaube jetzt nicht, dass Marco eine Big Info hatte. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Ja, aber ich glaube, es war genau deswegen. Das so. Kaido ist kein normaler Gegner. Pass auf. Ja. Verrückt. Aber dass die beiden Charaktere da waren, das war schon cool. Das war ja, cool. Ja, absolut Fanservice. Ja. Dann Hinrichtung und der wahre Hintergrund der Smile-Früchte, ganz kurz und knackig. Geile Story. Überkrass. Richtig geil. Auch geil an Kid, an Killer dann noch demonstriert, so nebenbei noch Tono Yasu und so, was für ein Ehrenmann, dass er sich da hinrichten lässt und so, und dann noch Zorro und Sanji, die dann da vorspringen, das war ziemlich gut gemacht, so, dass sie sich auch das erste Mal so vor Orochi offenbaren, so, ja, das war so geil, Mann. Wo die entsetzt waren, hey, warum lachen hier alle und so, weißt du, boah, das hatte schon Impact, muss man sagen. Ja, ich bin immer noch gespannt und das war auch so ein Ding, so, Chopper, finde doch mal bitte ein Heilmittel gegen die Smiles oder irgendwas, so, weißt du, damit die Leute wieder normal werden, so. Also, das habe ich eigentlich doch erwartet, so, dass das kommt oder am Ende Post-Warnung-mäßig noch abgearbeitet wird, aber das kam auch nicht mehr.
Drüber hinweg gestorben einfach mal. Aber cooles Story-Element auf jeden Fall. Hat nochmal ein richtig, also neben Raid Suit, neben Marco und Big Mom und so, das hat nochmal echt Frische reingebracht, war eine coole Sache. Dann Big Mom mit Gedächtnisverlust. Boah. Auch relativ schwacher Part, muss ich sagen, so mit Chopper und bla. Dann geht sie zum Udon-Gefängnis, weil sie denkt, da ist Essen, das hat es dann aber alles schon aufgegessen. Die kam irgendwie ein halbes Jahr oder hat es gedauert, bis sie da ankam? Das war noch. Also das war weird. Eine Sache, die aber sehr, sehr cool war, wir sehen, was Queens Kraft ist, Brachiosaurus-Frucht, antike Sohrenkraft, okay, Brachiosaurus ist natürlich auch so das heftigste Landtier überhaupt, deswegen, das war schon cool. Und dann kommt ein Kaiser und zu sehen, wie ein Kaiser gegen einen Kaiserkommandanten kämpft, hatten wir in der Konstellation so ja noch nicht. Deswegen war das cool zu sehen, dass selbst eine Big Mom mit miesen Gedächtnisverlusten einen Queen einfach so zerdrücken kann. Also, dass da dieser Sprung auf jeden Fall nochmal auch eine ewige Wie Schippe ist das nochmal geendet? Guck mal, ich habe so viele Lücken im Kopf. War es nicht so, dass er am Ende auch mit dem Brachio-Bomber ihr auf den Kopf gesprungen ist und so, dass sie wieder amnesiemäßig und dann eingekettet, Seesteinhandschuhe, Ketten und ab dafür so, ne? Ja, genau. Also, genau, sie ist dann ohnmächtig geworden wieder und dann ist sie mit Seesteinketten zu Kaido gebracht worden und dann kam ja diese Szenerie, dass sie auch in Seesteinketten noch übertrieben heftig war, so, und dann, dass er dann erstmal dieser Kampf war, Kaido gegen Big Mom. Das war krass, ja. Das war ein absolutes Highlight des Aktes. Also zu sehen, wie zwei Kaiser sich bashen, weil man hat ja immer nur einen Schlagabtausch gesehen, weißt du? Mal Shanks gegen Whitebeard, mal Gold Roger und Whitebeard und so. Das war ein Schlag, aber da hat man nie mehr gesehen. Man hat nie irgendwie einen krassen Kampf gesehen. Und hier hat man wirklich mal so zack, zack, fünf, sechs Schläge, drei, vier Fähigkeiten, die wir auch schon vorher mal gesehen haben in vorherigen Abschnitten und so. Und wie der ganze Onigashima fast zerplatzt ist, ey. Das war richtig nice. Ja, und da hat man sich gefragt, okay, wie will Ruffy da eigentlich hinkommen, wie soll das funktionieren? Ist so. Ja, kein Plan. Total verrückt. Aber die Allianz war so ein bisschen zweckmäßig auch, das hat man auch, man wusste auch so, wer verrät jetzt wen, so, weißt du, aber ja, am Ende. Also. Wir können uns danach noch den Schädel einschlagen, so, war ja dann der Tenor. Man muss aber sagen, das war so dann dieser Punkt, wo man so komplett irgendwie aufgegeben hatte, weil dann dachte man sich, okay, Marco ist ein starker neuer Verbündeter als Beispiel, aber dann dachte man sich, okay, jetzt verbünden sich zwei Kaiser gegen Ruffy. Also, es war ja vorher schon unmöglich gegen Kaido, aber jetzt ist es ja komplett unmöglich. Das war schon verrückt. Mann. Das war auch kurz bevor dann, ich glaube, das war die. Als sie sich verbündet haben und so, das war dann auch kurz vor, bevor es dann auch losging, so fast schon, ne? Genau. Also das kam ja dann alles so in einen Rutsch durch. Der letzte Punkt, der vielleicht noch in Mark 2 relevant war und hier nochmal, denke ich, ein guter Punkt, wo man drüber schnacken kann. Zorro gibt sein Schwert ab und bekommt ein neues Schwert und zwar Enma. Königsschwert, was damals Oden benutzt hat, womit er auch Kaido diese Narbe hinzugefügt hat. Im Vergleich zum Raid Suit, meine Meinung ganz kurz, ja, es ist nur stumpf ein neues Schwert, von daher eigentlich ist die Idee von Sanji deutlich kreativer, aber ich fand Zorros Schwert trotzdem 100-mal cooler, wie das so die Kraft entzieht und so, das war schon Ja, cool. Das ist das erste, also das ist ein Schwert, wo wir so das erste Mal gemerkt haben, so das ist übernatürlich, das hat irgendeine Fähigkeit, so etwas Krasses so, weil es hat ihn ja das Haki rausgezogen, seinen Arm so dünn ausgemergelt gemacht so und dafür aber, wie gesagt, die ganze Bergklippe abgeschnitten, so, das war überkrass, also und da hat Zorro ja erstmal so mäßig, ich will nicht sagen falsch, das Schwert trainiert, aber er hat ja dann so mäßig, ich glaube, 2-3 Tage war noch, bevor es dann losging nach Onigashima, haben sich nochmal, Ruffy hat noch da den Baum zerschlagen mit der Aura, weißt du, von innen heraus so. Er hat dann noch 2-3 Tagen es geschafft, das Enma zu beherrschen. Er dachte nämlich, das ist the way to go so, das Ding zu beherrschen, damit, weißt du, damit ich das Schwert ihn beherrscht so. Aber genau das war ja mehr oder weniger das falsche Training, was ihn dann später auch zum Verhängnis wurde, beziehungsweise, ja, es war die falsche Herangehensweise letztendlich, aber ja, dazu dann gleich, aber ich fand, es war ziemlich gut gemacht so und da waren alle erstmal begeistert. Der hat es geschafft, das Schwert zu beherrschen, so schnell und so, aber heftig. Heftiges Schwert auch mit einer Historie und es war, weiß ich nicht, ich bin jetzt auch, der hat es jetzt auch mitgenommen einfach am Ende so. Es wurde auch gar nicht mehr thematisiert, so, er hat es einfach mitgenommen. Aber auch die Aura von dem Schwert und so, man hat direkt gemerkt, okay, das ist nochmal eine andere Hausnummer so. Also da hat man, das war auf jeden Fall Gänsehaut pur. Wie gesagt, dann halt Kaiser-Allianz, so wurde so ein bisschen der Akt beendet und dann gab es den nächsten Schwenker und der, also absolutes Highlight. Ich glaube, diese zwei Kapitel sind jedem im Kopf geblieben, wo so einfach mal die Samurai abgeschafft wurden und dann mal kurz ein, zwei Marineschiffe entsendet wurden. Stimmt, das war schon. Das hab ich fast vergessen, dass es dazwischen noch war. Gänsehaut. Ja, das war
also das war pure Gänsehaut. Was wurde da noch gezeigt? Warte mal, da wurde die Sache mit, ja, halt, dass sie alle umzingelt wurden, okay, so, das weiß ich ja noch, aber was noch? Warte mal, was war da noch? Da kam doch Kopfgeld-Reveals. War das nicht sogar, dass da das Kopfgeld von Whitebeard und Roger? Ja. Wurde? Und die Rocks wurden reingeschmissen nochmal eben. Und die Rocks wurden reingeschmissen. Also Rocks-Piraten, dann die fehlenden Kopfgelder, auch von Kaido, Big Mom, Shanks und so, ja, wurden da die Kopfgelder dann genannt. Das von Blackbeard wurde auch natürlich nochmal gesagt. Wie random, und ne? Dann halt, und die Samurai. Also, wir können ja mal kurz alle Punkte abhaken. Die Samurai werden angegriffen und abgeschafft. Gänsehaut des Todes. Erstmal, Bo Hancock, klar, storyrelevant, weil Ruffy würde im Zweifel mithelfen, deswegen da hat man auf jeden Fall einen Blick drauf geworfen. Mihawk, ey, come on, Alter, das ist fucking Mihawk, der angegriffen wird und sein Schwert in der Hand nimmt. Geil. Ich bin sowas von mit aufgesprungen auf den Zug. Edward Riebel, na, keine Ahnung, nur Oda weiß, was daraus geworden ist. Jetzt, ja. So. Und warte mal, wen gab es denn noch? Achso, und Buggy natürlich, wo man wusste, okay, Buggy versucht sich irgendwie aus dem Staub zu machen. Und es kam natürlich, wie wir jetzt alle wissen, später dazu, dass auch das wieder zu seinen Gunsten so ausgelegt wurde. Aber dass die Samurai da angegriffen wurden mit einer neuen Waffe, die Vegapunk entwickelt hat, womit die sieben Samurai aufgewogen wurden. Halleluja, das war schon wirklich krass. Und auch hier muss man sagen, hier gab es schon die Theorie, ich weiß, da habe ich sogar mit Mikage in einem Video drüber gesprochen, dass halt so spezifische Pazifistas in Anführungsstrichen gebaut werden, nur für die sieben Samurai, weißt du? Also auf die so abgestimmt. Das heißt, hier gab es schon so Theorien, nicht nur jetzt von uns, sondern von vielen anderen auch, die genau auf das angespielt haben, wo es ja auch am Ende des Tages irgendwie drauf hinauslief, weißt du? Ja, zu dem Zeitpunkt wusste man noch nichts von Lunarian, so, dass, aber das. Das ist schon krass gewesen, ja, dass man das so spezifische Klonen sind von den Samurai. So, da gab es, glaube ich, parallel noch die Cover-Story irgendwie mit Capone oder so. Irgendwie, weißt du, dass da denn diese komischen Gestalten, diese Marineleute aufgetaucht sind, die so aussahen wie Doflamingo und Boa Hancock, die sahen, und Kuma, die sahen so aus wie die so. Und da dachten Leute, okay, das ist eine neue Erfindung, das sind Prototypen von den neuen so. Und vielleicht ist es ja auch immer noch so. Vielleicht sind das ja wirklich die Prototypen, so, weiß man ja nicht. Ohne Lunaria-Blut noch so. Vielleicht haben die das erst später hinzugefügt oder so, weißt du, so. Weiß man nicht, aber es war auf jeden Fall auch krass, diese Zeit. Es ist total crazy. Und dann einfach noch die neuen Kopfgelder. Und das war nochmal so, ganz andere Sprünge. Also zu sehen, wo Rogers Kopfgeld war mit 5,5 irgendwas Milliarden, dann noch dieses Spiel, dass Ruffys Teilnehmernummer im Turnier bei Dressrosa quasi das Kopfgeld von Roger war und so. Ja, so geil. Auch echt coole Details. Dann Whitebeard mit 5 Milliarden auch nochmal und dann halt Kaido. Das war so krass und dann sieht man auch Shanks 4 Milliarden und so. Also das hat so viel Bock gemacht. Das waren so zwei Kapitel, die waren wirklich, also das war verrückt. Das war wirklich verrückt, was da passiert ist. Und auch Rock, also die Rocks, das ist ja heutzutage noch unentdecktes Gebiet für uns, so One Piece Fans, so dieses Rocks, Sebek, God Valley, was ist da wirklich passiert? So, die in einer Crew waren, Kaido, Big Mom, Whitebeard, Shiki, Digga, und dann noch Rocks als Anführer, so. Die wurden gegründet auf Beehive, die wurden zerschlagen von Garb und Roger zusammen im Tag-Team, so, was aber höchstwahrscheinlich auch wieder nicht richtig ist, nach dem letzten Imsama-Chapter-Ding mit God Valley ausgelöscht von der Insel und von der Weltkarte und so. Man weiß ja nicht genau, was da jetzt passiert ist, und das wird alles noch so krass aufgelöst. Also, wir haben ja nur grobe Ahnung jetzt davon, aber es alleine, dass Oda sowas sich aus dem Arsch zieht, ne? Bei der Reverie gefühlt Imsama das erste Mal kennengelernt, so. Dann jetzt noch so später dieses andere wichtige Bauteil, so diese Rocks so von damals, so der wahre Antagonist von früher. Man dachte ja immer, Whitebeard und Roger, das sind so die zwei Rivalen, aber Pustekuchen. Whitebeard war ein Handlanger von dem echten Rivalen, so. Ja, vor allen Dingen, so man, also, guck mal, man dachte, jetzt sind so alle Figuren so auf dem Spielbrett positioniert, weißt du? Und dann kommt Oda und nimmt da nochmal so einen Bösewicht, der einfach Kaido und Big Mom, die den aktuellen Arc komplett dominieren und zerpflücken, so zwei amtierende Kaiser, dann Whitebeard, dem stärksten Menschen überhaupt, einen ehemaligen Kaiser, der Marine Hauptquartier einfach auseinandergepflückt hat und so, dass die alle kleine Kinder waren, die von Rocks, die Sebek dirigiert wurden, so, weißt du, in so einen Söldnertrupp, dann auch Shiki noch Goldener Löwe und bla bla bla, so, also, dass man einfach so den heftigsten Antagonisten, den es jemals in der One-Piece-Geschichte gab, einfach noch so, ach hier, nimm, hier ist noch einer. Und dann noch so diese No-Names, so, weißt du, erstmal Captain John, so, kennt man auch schon den Namen so, Captain John Schatz und alles so ewig, und dann noch dieser andere, Wang Ji oder wie der hieß so,
der jetzt gerade. Auch vermutlich diese eine, ne? Von Rayleigh da. Ja, oder? Weiß mal. Ich glaube inzwischen nicht mehr. Obwohl, könnte immer noch sein so, weil. Ja, aber es hieß ja, sie war vor zwei Generationen die Boa Hancock so mäßig, weißt du? Und ich habe damit ist ein bisschen diese Rocks-Hoffnung für mich kaputt gegangen, so. Mhm. Aber mal gucken, ey. Aber ich fand krass, dass man da auch so No-Name-Charaktere wie dieser Wang Ji oder so noch kriegt, so, von den Rocks. So, und jetzt haben wir erfahren, der war immer noch so amtierend auf Beehive, so. Und Blackbeard hat es wahrscheinlich alleine nicht geschafft, ihn zu besiegen und brauchte auch noch Hilfe und so. So irgendein No-Name. Also der heutige Blackbeard, so. Also wie krass ist das, während des Timeskips, so, ey. Überkrass. Also, total verrückt. Und da gingen natürlich auch die Theorien wieder los. Ne? Man pullt einen Imsammer in Reverie-Arc und dann holt man so einen Rocks die Selbig raus. Junge, was da für Theorien kamen. Wasserfrucht, so Lebensfrucht, Zeitsprung und so weiter und so fort. Shanks Vater, das Schwert, was Roxy Sebek hatte, ist Griffon und ne, das Schwert dann weitergegeben und so. Also, boah, Junge, weil da wird so viel aufgetragen. Ne? Also Rox muss ich auch sagen, nach wie vor, obwohl man ja jetzt auch so ein paar mehr kleine Infos bekommen hat, für mich das interessanteste Thema aus der vorherigen Zeit von One Piece. Das interessiert mich fast noch mehr als Joyboy, so, weißt du? Ja, safe. Weil das ist ja so dieser Grundbaustein, wie es überhaupt zu allen kommen konnte. So, weißt du? Also, total ganz verrückt, wichtig, das hat alles geprägt damals so. Und Roger, wie gesagt, Roger hat es alleine wahrscheinlich nicht geschafft, so, aber ist auch nicht zu. Ist ja auch nicht jetzt irgendwie. Das ist ja auch nicht verwunderlich so, was für Bestien da waren. Ja, deswegen. So, also Hammer. Lass uns mal zu Onigashima kommen, zu dem Finale, beziehungsweise zweite Hälfte, kann man fast schon sagen, wie lange das ja auch wieder ging. Das ging auch bestimmt 2 Jahre oder so, ne? Onigashima. Ja, das war auch der längste Arc, definitiv. Das ist so krass gewesen. Erstmal die Anreise, Jinbei ist auf einmal aufgetaucht aus dem Nichts, weiß ich noch. So, ja, alle Strohhüte zusammen. Dann, das war ja, cool. Und davor noch so Kanjuro ist der Verräter, so Momo wird entführt nochmal so. Das war auch krass, die Enthüllung, bevor es erstmal auf Onigashima ging. So, und dann... Wie fandst du das? Wie fandst du, dass Kanjuro der Verräter ist? Ich fand's gut, man hat dann auch so... Ja, im Nachhinein immer so kleine Sachen gesehen, so, weißt du, so, dass er eigentlich gut zeichnen konnte, aber extra schlecht gezeichnet hat, so, und das alles nur ein Theaterstück für ihn war, so, ich fand, das war doch am Ende sehr gut gemacht, so, weil ich wusste wirklich bis zur Enthüllung, war es für mich nicht glasklar, dass er es ist, so, es war nicht so, natürlich ist er das, so, es gab die Theorien, so, dass er angelehnt ist an irgendeinen Verräter, der auch so ein Zeichner war und irgendwas, so, aber es war nicht in Stein gemeißelt, dann war es echt so eine krasse Enthüllung irgendwie. Also, das ist es nämlich, ne? Man hat da echt so ein bisschen mitgefiebert. Generell muss man auch sagen, Kanjuro, da gab es doch auch irgendeine Szene, wo er diesen Vogel auf Sue gezeichnet hat oder so, wo Robin schon gesagt hat, das ist böse oder irgendwie sowas, ne? Ich weiß auch nicht mehr. Also, auf jeden Fall, da gab es dann noch so ganz komische Parallelen, aber war ein cooler Plot, safe, ja. Ja, ansonsten fand ich Onigashima auch, wie es gestartet hat, so. Man wusste so, ja, okay, Ruffy bahnt sich den Weg nach oben so und das dauert jetzt erstmal gefühlt 2 Jahre, bis er oben ankommt, so, weißt du? Sieh, dieses Ruffy läuft zum Marineford-Schafott so und das geht 20 Folgen so oder noch länger. Das war halt wieder so ein bisschen dieses Feeling, man wusste das, es kommt, man hat aber auch ein bisschen so, ich habe eigentlich erwartet, dass jeder Strohhut kriegt seinen überkrassen Einzelkampf, so, aber so war es ja gar nicht so klassisch, wie man es erwartet. Es war teilweise so, Black Maria, Robin oder so oder Jinbei gegen Sasaki oder so, weißt du, who is who, der einfach random in dem Kampf. Warte mal, nee. Sasaki war gegen Franky und Who is Who hat gegen Jinbei gekämpft und einfach da. Ey, Digga, wie krass war das? Das darf man auch nicht vergessen. Der enthüllt einfach, dass er damals der Rob Lucky war, so, Rob Lucky Level, und hat damals die Teufelsfrucht, die Gum-Gum-Frucht transportiert, wurde überfallen, so, und hat dann im Knast nach dem Sonnengott, der wohl die Befreiung der Sklaven steht, dafür steht, so, an den hat er gebetet, er so mäßig. Das ja, was ja so krass ist, so viele Parallelen so. Er verflucht Ruffy, er hat es ja in der Zeitung gesehen, so, Ruffy, der Stroh, der hat die Frucht, so, die ich beschützt habe, und das hat mein Leben versaut, so, ich bin deswegen im Knast und so. Und keine Ahnung. Und gleichzeitig betet er so zu der Befreiung und hofft auf den Sonnengott, so, der aber auch Ruffy ist, so. Es ist einfach so geil. Ja. Yeah. Ja, vor allen Dingen, man hat es ja dann wirklich überhaupt nicht verknüpft. Er erzählte das so und dann denkt man so. Ja, cool Story, aber so, weißt du, wie hilft mir das jetzt weiter? Das so. So, weißt du, genau, das war wirklich, also da, who is who, das muss man ja auch sagen, mit Abstand finde ich auch das coolste Flying Six-Mitglied tatsächlich. Ja, safe. Also, finde ich mega,
mega cool gelöst, ultra story-relevant, aber auch so ein richtig, richtig, also dass der dann einfach so krasse Infos prockt. Man darf ja auch nicht vergessen, wir springen ja über viele Punkte auch hinweg, ne? Man darf ja nicht vergessen, X-Drake auch einfach mit Corbin so einer SWORD-Geheimeinheit von der Digga, Marine, wie krass war so, das? Weißt du? Ja. Ja, ja, so, das wird einfach nur noch so zwischendrin mal kurz mit eingestreut. Ja. Also, auch krass, die Geheimorganisation der Marine heißt SWORD und Aegis bedeutet Schild, die Cypherpol, Aegis, weißt du, die von der Weltregierung, die Geheimorganisation, Schild und Schwert, so, die. Weiß ich nicht, und über die Schwertorganisation wissen auch nicht so viele Bescheid und so. Und das ist so krass, so viele Sachen, die einfach im Wano-Arc, die gar nicht auch zu dem Arc gehören, so nebenbei oder in Schwenkern oder so enthüllt wurden, zu irgendwelchen. Also irgendwie krass, dass Oda das schafft, so einen komplett isolierten Arc an sich zu haben, aber trotzdem so dieses Worldbuilding und die Welt aufrechterhält. Das ist, Digga, einmalig. Ja, so, das gibt's nicht nochmal. Ja, das war mir. Wirklich crazy. Dann mal ein Punkt, wo der, glaube ich, wirklich zum Lachen ist. Und zwar in diesem Akt besonders thematisiert wird auch Yamato, der Sohn von Kaido. Ja. Und Junge, da wurden wir aber an der Nase herumgeführt. Also wenn ihr einfach mal ein bisschen lachen wollt, einfach mal auf unsere Kanäle gehen und dann mal so vor ein paar Jahren gucken, wenn man über Kaidos Sohn gesprochen hat, was da für Thumbnails gemacht wurden. So ein kleiner, junger Kaido, übelst muskulös. Mhm. So ein Momo-Sohn. So ein Momo-Heini mit Hörnern. Ja, genau. Und dann kommt da einfach so eine Frau um die Ecke, weißt du? Aber man muss sagen, Yamato, kurz und knapp zusammengefasst, geile Teufelsrucht, geiler Charakter, geiler Flashback mit Ace. Ja, mit den Samuraien in der Höhle auch, dieser Flashback. Ja, ja. Krasse Stärke-Level, mega Story-relevant, auch wegen dem Logbuch und so weiter und so fort. Also, alle Punkte, die um diesen Charakter kreisen und auch die Szenerie, dass es jetzt, wissen wir es ja, früher oder später erst zu einem Crewbeitritt ihrerseits kommen wird. Ich freue mich drauf. 10 von 10 Charakter, ich kann es kaum erwarten. Yamato, all day, nehme ich jeden Tag an in der Sportbahn. Finde ich auch nice. Auch bessere Wahl als Carrot, bin ich ehrlich. Also, Carrot wurde ja auch gefühlt da mit Füßen getreten im Wano-Arc. Die wurde ja auf einmal unter den Teppich gekehrt von Oda. Gar keinen Bock auf Carrot in der Schrotbande gehabt. Ja. Weißt du, hast du nur noch so eine niedliche, schwache, weißt du, und dann ist die nur einmal kurz krass, falls mal der Mond rauskommt. So, weißt du? Boah, keinen Bock drauf. Also, Yamato, Hammerwahl. Kann man abkürzen, komm, kurz knackig drüber, Hammer. Würde ich auch sagen. Dann eine Szene, die hat auch nochmal klar gemacht, Junge. Kaido zerpflückt die Samurai alle auf dem Dach. Alter, ja, das so war doll, geil. Also allgemein, Kinemon, der hat, glaube ich, mit am meisten kassiert. Der wurde ja durchgeteilt, zerschlagen. Ja. Die Keule wurde ihm auf den Dötz gehauen, dass die Keule da gefühlt einen Crack kriegt und fast bricht. So doll, also trotzdem hat er es irgendwie geschafft zu überleben. Also das war schon, das war schon sehr krass. Da muss man auch mal jetzt ein bisschen Lore outpointen, der eigentlich für viele Leben gesorgt hat, dass sie überleben. So. Also der hat ja oft da hin und her geschambelt. So, ohne ihn wären so viele Leute gestorben und wäre alles anders gewesen. Also Lore hat so krass supportet und die ja auch nach unten geschambelt am Ende so, kurz noch gerettet. So. Ja. Das war halt auch krass. Aber also da muss man ja wirklich sagen, weil man dachte ja schon, okay, man hat ja auch sich gefragt, weil es war immer die Szenerie, Ruffy tötet seine Kontrahenten nicht und lässt sie am Leben. Aber man wusste, dass Kaido ja irgendwie sterben muss vermutlich oder um den halt so komplett rauszunehmen. Und demnach hat man dann ja schon darauf gepokert, dass die Samurai halt den Finisher setzen. Und dann guckt man da hoch aufs Dach und dann ist da auf einmal alles zerberstet. Weißt du? Das war überkrank. Also auch gerade dieses Ruffy bahnt sich den Weg nach oben. Das war erstmal ein bisschen träge, hat sich ein bisschen gezogen, aber das ist ja auch klar, so dass der Hauptantagonist wartet, bis der Protagonist erstmal kommt, so, und vorher müssen erstmal 10 andere Leute sich. Und dann auch dieses, was ja auch jetzt gerade im Anime so ein bisschen ist, so mit Law und Kid und dann auch Zorro und Killer da oben, die Übermonster, die sich da fetzen gegen die beiden, so. Und Ruffy halt da oben auch nochmal bewusstlos geschlagen wird, dann springt Zorro für ihn ein. Auch überkrasser Moment so, aber dass Ruffy halt da einmal verliert, dann heute in der Anime-Folge nochmal verloren, so fällt runter. Und also er verliert selbst in dem finalen Kampf mehrere Male noch. Also es war schon überkrass. Ja, ja, auch, man muss auch sagen, hier sind dann wirklich alle über sich hinausgewachsen. Kid hat viel mehr gezeigt, als man von ihm erwartet hat. Killer auch, also von Killer hat man gar nichts erwartet. Zorro tankt dann eine Attacke von zwei Kaisern in Kombination. Komplett verrückt, haut da nochmal einen Schlag raus, der Kaido bis aufs Mark verletzt, also richtig tiefe Wunden hinterlässt, so, und wird danach einbandagiert wie sonst was, weißt du? Also diese ganze Rooftop-Action, um es jetzt mal kompakt zu machen, da haben alle überzeugt, Trafalgar Law krass, Kid krass, Ruffy natürlich krass, Killer auch Hammer und Zorro auch.
generell die Kämpfe, die dann passiert sind, die Ströte war, also die Flying Six Kämpfe, Frankie und so, die waren alle cool, braucht man nicht weiter drüber reden. Sanjis neue Kraft und Zorros Comeback gegen King, auch Hammer. Überkrank. Zwei richtig geile Kämpfe. Fand ich auch geil. Zwei richtig geile Kämpfe, ja. Und die haben nämlich nochmal so eingeläutet, okay, jetzt scheint Kaido, also jetzt scheint sich das Blatt zu wenden, weil wo Sanji dann Queen besiegt hat und Zorro King besiegt hat, da wusste man, okay, hier liegt jetzt die Niederlage in der Luft. So, ja, und dann noch Orochi auch die ganze Zeit, der da rumgeistert, zehnmal getötet wird. Die Weltregierung, die im Nebenzimmer sitzt, so weißt du, und da mit den Steinen da so ein bisschen. Rob Luki einfach. Das darf man auch nicht vergessen, da einfach CP0 so, die da ist so, die man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, die ja später noch eine ganz tragende Rolle spielt, extrem so. Aber auch jetzt mal so gefragt, was findest du besser, Queen oder Queen vs. Sanji oder King Zorro? King Zorro. Ja, ich auch. All day. Ich auch. Ja, ja. Aber ich glaube, da geht jeder mit, weil dann gab es ja noch King, neue Rasse, oh, Big Mom Interesse daran. Wie krass war das? Lunaria-Enthüllung. Ja, das ist es nämlich, ne? Diese Rasse dann, und dann muss man ja auch sagen, Character-Design von King, 10 von 10. Ja. So, weißt du? Man hat sich ja gefragt, wie sieht er unter der Maske aus? Und da läuft man ja in One Piece immer Gefahr, weil es ist halt wirklich, oder wirft jedes Mal eine Münze, ob er so ein bescheuertes Charakterdesign nimmt oder ein badass Charakterdesign, ja, weißt du? Ja. Und deswegen, da war so viel möglich und dann kommt da so ein badass, eine neue Rasse, so storyrelevant einfach unter der Maske hervor, geistesgegenwärtig. Die Lunaria werden auch noch jetzt so doll in der Zukunft extrem wichtig als Rasse, so auch haben sie die Dreadlin kreiert, warum können sie Feuer kreieren und beherrschen, so warum haben die schwarze Flügel, warum wollen die unbedingt jetzt die Neuerfindung von Vegapunk, warum haben sie die so zu Lunaria oder die DNA von Lunarian da eingepflanzt, weil die halt viel stärker sind und so. Das heißt ja auch, dass die Flamme, glaube ich, wenn die erlischt oder kleiner wird, dann sind die schneller und haben weniger Verteidigung. Wenn die größer wird, haben sie krassere Angriffe, sind langsamer, aber haben auch mehr Verteidigung. So irgendwie diese Flamme auf dem Rücken spiegelt auch irgendwas wieder so. Ob das irgendwas noch mit dem Sonnengott am Ende zu tun hat, mit Ruffy selbst, so mit Gear 5, dazu kommen wir jetzt auch gleich, aber keine Ahnung. Momo wurde älter gemacht, das haben wir auch jetzt noch gar nicht, also das ist auch krass, ne? Dass der einfach älter gemacht wurde. Aber Momos älter machen, muss ich sagen, war auch eine der verbreitetsten Theorien. Also man wusste, es gibt die Fähigkeit, etwas altern zu lassen. Und das war wirklich eine der gängigsten Theorien. Ich habe das so oft gehört, bevor Momo älter gemacht wurde. Also da haben wirklich viele mitgerechnet. Und auch mit der Shinobu-Option, da haben wir auch schon dran gedacht, so die ganze Zeit so. Und Shinobu ist gefühlt auch nur dafür ins Leben gerufen worden, glaube ich. Dafür war sie da, Aber muss man sagen, cooler Plot, weil man dann so die Möglichkeit hatte, Momo storyrelevant mit einzubinden, weil ja Onigashima dabei war, aus Festland zu knallen. Mhm. Und dass Momos Aufgabe in diesem Arc halt kein Kampf war, aber immer noch zentral wichtig war, nämlich diese Wolken zu erschaffen, damit Onigashima da nicht abstürzt und so. Das war cool gemacht. Also die ganzen Kämpfe kann man, denke ich, alle in einen Raster packen. Ruffy, wie gesagt, hat hier ähnlich wie Zorro auch, aber Zorro natürlich in einem viel geringeren Ausmaße, das Königshaki als kämpferisches Tool für sich entdeckt. Ja, da gab es dann diese Szenen, wo Ruffy in Baseform ein bisschen mit Kaido rumgepuncht hat und sich dann auch nicht berührt hat und so wie Roger und Whitebeard auch. Also Gänsehaut pur. Und dann gibt es quasi nochmal eine Niederlage von Ruffy. Und das so ein bisschen der letzte Punkt, bevor wir jetzt hier einen Abschluss finden. Wir sind ja auch schon über eine Stunde drin. Gefühlt, Digga, alles so schnell überflogen und sind schon eine Stunde dabei. Ja, also man könnte locker 4-5 Stunden darüber reden. Wir haben so viele Punkte ja gar nicht thematisiert oder nur mit einem Satz, hier ist Worteinheit, viel Spaß, ciao. So, aber dann kommt es nämlich dazu, die fünf Weisen reden von der Legende, die von Who is Who schon angeteasert wurde. Hier wurde man auf jeden Fall als One Piece Fan richtig hops genommen. Ja. Und man schickt quasi einen CP0-Agent in den Tod, mehr oder weniger, wenn man sagt, yo, stell dich mal zwischen zwei Kaiser, weil zu der Zeit hatte Ruffy auf jeden Fall schon kaiserliches Niveau erreicht in irgendeiner Form. So, spring mal dazwischen. So, erledige mal den Job. Ja. So, Ruffy wird doch ein bisschen zu ängstlich und zu gefährlich. Und dann kassiert da Ruffy ähnlich, Parallele zu Oden, so wie Oden dann auch überraschenderweise ausgenockt wurde, kassiert er da einen Schlag und dieses Grinsen am Ende mit dieser schleimigen Form, ne? Junge, da stand die One Piece-Welt Kopf. Was ist das? Ruffy wurde vernichtet eigentlich so. Sein Herz hört so mäßig auf zu schlagen und auf einmal lächelt er und wird verflüssigt. So flüssiges Gummi erwachen. So. Und davor reden die Gorosei noch so, die Frucht darf nicht erwecken, so mach was schnell, so jetzt sofort. Und also, und auch, dass die Frucht dann keine Gum-Gum-Frucht ist, so die Enthüllung, so wie krass ist das? Eine mystische Zornfrucht. Eine Mensch-Mensch-Frucht. Der beste Plot in ganz One Piece. Ja. Weil, wie damals auch Ruffy auf Punk Hazard noch zu Momo gesagt hat, ich weiß nicht, wie du dich zurückverwandelst, ich habe keine Zoan-Frucht, so weißt du?
Also diese ganzen Sätze, dieser ewige Aufbau und dann hat der da eine mystische Sohnfrucht, eine Gottfrucht, so wie Sen Goku als Buddha und so. Also, weißt du, man hat ja immer gedacht, okay, Ruffy, Underdog, Gummi, Paramecia, warum hat man denen keine krasse Frucht gegeben? Wurde Oda sogar mal in der FPS gefragt und sowas, ne? Ey, und dann pullt der ja. Und am Ende des Tages hat der Hauptprotagonist einfach eine göttliche Kraft, ne? Und dann kommt es dazu, dass da einfach mal Gear 5 gezündet wurde und wir haben schon damit gerechnet, aber die Umstände waren 100-mal besser gelöst, als sich das jeder One Piece Fan jemals ausgemalt hat. Was es da für Theorien gab, Blutzirkulation, Knochendichte und so weiter und so fort, alles beiseite geschoben und was ganz anderes gemacht, was keiner erwartet hat. Also 100 von 10, hey, beste Lösung und auch überhaupt. Das Charakterdesign und auch was er dann machen kann, diese verrückten Angriffe, ist einfach. Das ist für mich, of all Shonen, da lege ich mich so weit aus dem Fenster, ich finde es besser als alle Power-Ups aus Dragon Ball, Naruto, Bleach. Wirklich, ich sag ganz ehrlich, dieses Gear 5 Upgrade von Ruffy, wie er es angewendet hat, wie er aussieht, so weiß, so kringelige Haare, Kringelaugenbrauen und alles so und dann auch so verrückte Cartoon-Angriffe so. Das ist so kreativ, so geil und einmalig vor allen Dingen. Das ist nicht nur nach 15 wieder so. Das ist so krass und das ist für mich einfach das geilste Power-Up of all time fast. Wirklich. Ich finde es so geil. Ja. Total. Ikonisch. Total, er sieht jetzt schon crazy. Ikonisch aus, ikonisch. Als würde man ihn schon 100 Jahre kennen. So geil. Absolut ikonisch. Und dann halt, auch so dieses Pendant. Ruffy alleine in Gear 5 gegen Kaido und auf einmal auch wirklich dominant gegen Kaido. Und Kaido kann nichts machen. So seine Fresse biegt sich einfach wie die Keule so, weißt du, so. Er kriegt so Stacheln. Genau so. Und Ruffy dominiert das. Parallel auch einfach Trafalgar Law und Justus Kid erwachen auch beide ihre Teufelsfrüchte. Ja, und, das ist auch krass. Und besiegen Big Mom. Das heißt, sie haben ja einfach in einem Arc zwei Kaiser, die gefallen sind, drei Leute, die ihre Frucht erwacht haben, Königshaki, Left and Right. Also hier wurde im dritten Arc, aber im finalen Zyklus so dick aufgetragen, ein absolut, also das beste Arc-Finale, was es jemals gab. Ja, würde ich auch sagen. Auch, wenn man sagen muss, dass nach diesem Besiegen dieser zwei Kaiser, das dann auch für viele und auch für mich so extrem gerusht gewirkt hat. Auch gerade so, okay, da ist, also Post-Wano-mäßig dann erstmal die Erklärung von Wano, wie es aufgebaut ist, das alte Wano, darunter ist Pluton, aber dazwischen ist noch irgendwie so eine Magma-Kammer und es bricht halb aus, die beiden Kaiser wurden da reingeschossen, reingeballert mit diesen zwei Löchern. Also, das ist wirklich so, wo sind die? Also, ich kann es nicht glauben, dass die tot sind. Ich kann es immer noch nicht, bis zum heutigen Tage nicht glauben, dass sie da unten gestorben sind, Kaido und Big Mom. So, es hieß ja auch das Weltregierungsschiff, dass sie da irgendwie die Connection verloren haben, nachdem die Big Mom-Piraten gesichtet wurden irgendwie noch. Also, die Big Mom-Piraten waren noch irgendwie da und haben da irgendwas noch gemacht mit der Weltregierung. Aber wo sind die zwei Kaiser? Wurden die jetzt von dem Big Mom-Schiff beide gerettet? Kaido und Big Mom, weil die ja noch in der Allianz sind so mäßig und dass die erstmal gecarried wurden und so. Die sind da in der Lava rumgeschwommen. Die Silhouetten da sahen auch so komisch aus. Das konntest du gar nicht richtig deuten. Und auf einmal waren sie weg. Puh, also war weg so. Einfach weg. Aus dem Blick. So. Und jetzt sind ja zig Tage vergangen und man hat nichts gesehen. Also man weiß immer noch nicht, was daraus geworden ist. Da muss ich sagen, ich bete wirklich dafür, dass das nicht totgeschwiegen wird. So, weißt du, also ich meine, klar, wenn es natürlich bis zum Ende, bis zum letzten Manga-Kapitel nicht einmal mehr thematisiert wird, dann kann man, denke ich, davon ausgehen, okay, die sind da unten gestorben. Fände ich aber trotzdem uncool. Ich will das dann hören. Dann ist so, aber weißt auch Ruffy ein Mörder auf einmal. Ja, dann ist er auf so, einmal deswegen, auch ein Mörder tatsächlich. Die Grenzen, also es heißt ja, dass Pluton freigesetzt wird, wenn die Grenzen geöffnet werden. Und ich glaube, spätestens dann kommt wieder irgendwie eine Info oder muss ja. Oder vielleicht auch schon vorher so, dass Kaido und Big Mom gesichtet wurden in Whole Cake Island irgendwo oder irgendwas. So, weißt du, irgendwie sowas wünsche ich mir noch so. Wenigstens, dass die überlebt haben so. Ich weiß nicht warum, aber am Ende sehe ich die vielleicht sogar auch, obwohl passt das, dass sie am Ende sich sogar auch Ruffy anschließen. So, ich weiß nicht, ist ein bisschen zu doll, glaube ich, aber... Ja, also ich meine, zumindest Kaido hat ja gesagt, er sucht nach Joy Boy und hat ja dann am Ende auch erkannt, dass derjenige, der ihn besiegen wird, Joy Boy sein wird und jetzt ist halt Ruffy gekommen und hat ihn besiegt. Ja, und er hat es ja kurz vor seinem Tod so erst erkannt, so, das ist Joy Boy und dann sofort gebrochen. Genau, also von daher könnte man sagen, okay, Kaido könnte man argumentieren, Big Mom, ja, muss man halt gucken, ne, aber ein absolut verrücktes Finale, viel besser auch als die Einführung von G2, G3, ich will das nicht kleinreden, aber diese ganzen Umstände waren halt 100-mal besser gelöst. Ja, und so dramatisch, so unsicher, jede Woche war es unsicher, wie geht's jetzt weiter, und das war so krass, Mann, weil es waren immer noch Kaiser, das ist ja nicht irgendwelche Piraten so, und dann, danach noch Green Bull, das darf man auch nicht vergessen.
Green Bull, das ist es nämlich. Dann kommt da noch, weißt du, dann denkt sich, oder okay, ich habe jetzt hier gerade zwei Kaiser fertig gemacht. Ich habe hier quasi drei Leute, die jetzt alle, die also Lore und Kit und Ruffy, die hier alles zerberstet haben. Jetzt nehme ich nochmal den letzten nicht bekannten Admiral, schick den nach Wano, ja, flattert der da rum. Dann bringe ich auch Shanks nochmal kurz mit rein, so für die Fans. Auch irgendwie Richtung Wano. So, also da wurde nochmal, da wurde so, als ob es nicht genug sein kann, weißt du? Ja. Und da muss ich sagen, auch der größte Bait überhaupt, ne? Ey, da muss ich wirklich sagen, Green Bull, der größte Bait überhaupt. Green Bull kommt da an, saugt da allen das Leben aus. Okay, ne, Pflanzen, man hat das auch schon predicted tatsächlich. Ich glaube, ich habe sogar mal ein Video gemacht, vor 5 Jahren oder so, Pflanzen, bla bla bla. Dann, also das war jetzt nichts, was einen überrascht hat. Dann saugt er da auch King und Queen oder so irgendwie noch so nebenher aus. Ja, also man dachte, wo sind so, die okay, jetzt? Wie verrückt stark ist der? Und dann denkt man sich, okay, man weiß, Ruffy ist Kaiser in irgendeiner Form. Lore und Kid sind stärketechnisch zumindest beide in der Lage, auch einen Kaiser fertig zu machen. Was nimmt sich Green Bull raus, zu meinen, dass er da bestehen kann? Weil wir sind nicht mehr im Marinefort. Wir sind nicht in der Szenerie, wo ein Admiral sich vor Ruffy stellt und ihn demütigt. Ruffy schlachtet einen Admiral im 1 gegen 1. So, die Zeiten sind vorbei, weißt du? Ja. Und die Leute waren da schon genesen. Wo Green Bull angekommen ist, waren schon Erholungszeiten drin. So, das heißt, die Zeiten, wo Green Bull einfach hingehen könnte und einen fertig machen könnte, waren vorbei. Aber er geht da so voll badass lang und man denkt so, okay, vielleicht ist Green Bull viel stärker als alle anderen Admiräle. Und dann kommt da Shanks Königshaki Aura und auf einmal kackt er sich in die Hose und ist weg. Ja, so. Alleine das, ey. Kurz Film Red Promo noch von Shanks so an der Küste. Also es war aber schon krass, wirklich. Es war einfach geil. Also ich fand auch gerade das Ende es war alles wie so ein, ich will nicht sagen wie so ein Fiebertraum, aber es war halt so, alles so schnell, Kaido wird besiegt, also gerade erst Gear 5 verkraftet so. Keine Ahnung, und dann besiegt, dann Roadpornoglyph, das alte Wano, dies, das, dann steht Green Bull da, dann kommt Shanks noch so, also was denn noch alles so? Jede Woche und jetzt, seitdem ist ja gefühlt kein Chapter zum Durchatmen mehr, beziehungsweise eins war noch da mit Yamato, so, dass sie da bleibt und bla, dieses bisschen so, weißt du? Ja, dieses atypische Abschluss. Ja, das war ein bisschen so. Kleiner Durchatmen, eine Woche mal so. Ah, da hatten wir noch den Monat Pause, das darf man auch nicht vergessen, ne? Ja, einen Monat Pause, aber seitdem kriegen wir jede Woche eine Schelle von Oda. Also ich, man hat wirklich Puls, wenn man die Chapter liest, weil, also das darf man ja nicht vergessen, es gibt noch so hunderte Mysterien, die Oda aufklären muss nach wie vor, aber er bringt auch immer wieder neue noch rein, so trotzdem, weißt du, obwohl er gesagt hat, ey Freunde, finale Saga, finaler Arc, ja, jetzt geht's los, Manga nur noch 3 Jahre und so weiter und so fort. Du weißt, jetzt ist das Ende vor der Tür und trotzdem pullt der Mann left and right irgendwelche neuen Rätsel und neue Charaktere und, weißt du, crazy. Das ist überkrass. Also, deswegen auch gerade, das ist für mich der beste Arc einfach, One Piece technisch. Es ist der beste Arc, gerade, wo man das nochmal alles Revue passieren lassen hat. So viel Content hatten wir noch nie, also also viele sagen immer, Dressrosa ist für mich der beste Arc, so. Vergleich die nochmal wirklich auf dem Blatt Papier. So, das kannst du, es ist einfach zu krass. So, für viele ist es einfach zu lang. Das ist halt so ein Ding auch, ne? Ja, es ist halt ein langer Arc, aber das hat es auch gebraucht irgendwie, um dieses Finale einzuläuten, weißt du? Wenn jetzt Wano Kuni 2 Jahre nur gegangen wäre, das hätte, also am Ende ging es den Leuten sogar zu schnell. Und was meinst du, wie du das gelöst hättest, wenn das nur 2 Jahre ging, weißt du? Hätte jeder rumgemeckert, wie kann Zoro 2 Kaiser-Attacken tanken, wie kann, so, weißt du? Also, deswegen, so, das war jetzt schon an manchen Stellen zu knapp, weil halt dieser Sprung so gigantisch ist. Deswegen, das war schon gut so gelöst. Oder weiß schon, was er tut, ne? Muss man einfach sagen. Sagen wir mal zum Abschluss von komplett Wano Kuni, dein größtes Highlight und das, wo du am meisten Bauchschmerzen mit hast. Größtes Highlight, ganz klar, kann ich nicht abstreiten, zu 100% von Oda bestätigt, ist mein Highlight Gear 5. Das kann ich leider nicht, da bin ich leider so einfach gestrickt, wie es klingt, aber Gear 5 ist für mich so krass gewesen und ist auch immer noch das Beste so. Einer der besten Momente, oder wenn nicht der beste Moment aus ganz One Piece für mich sogar. Same. Ja. Der Downer-Moment. Boah, warte mal. Soll ich mal zuerst machen, weil ich hab tatsächlich einen guten Downer. Warte. Nicht, dass du mir jetzt vorwegnimmst, warte. Nicht, dass ich es dir klaue. Ja, so der größte Downer. Ist es vielleicht sogar die Big Mom? Nee. Ich weiß nicht, sag du erstmal. Okay. Also für mich Highlight auch Gear 5. Brauchen wir nicht drüber reden. Steht über allen anderen. Über den Urden-Flashback, über Yamato als Charaktereinführung, über Zoos und Sanjis Power-Up, über Kaido und Big Mom als Kaiser. Steht Gear 5 ohne Frage. So. Der Downer für mich, muss ich sagen, ist die Stärke-Konzipierung von Kid und Lore
im Vergleich zu den Kaisern. So. Also, weil, das ist für mich irgendwie der Downer. Bei Ruffy kann ich sogar noch verstehen, durch das Erwachen in eine mystische Zoan-Frucht und die damit verbundenen Kräfte, diese Stärke-Level zu überbrücken. Aber Trafalgar Law war im Whole Cake Island Arc nicht beteiligt, der hat sich auf Wano Kuni versteckt. Das heißt, er hatte nicht wie Ruffy einen starken Kaiserkommandanten, der ihn gefördert hat und stärker gemacht hat. Hatte Trafalgar Law nicht. Dann hatte er Dressrosa, war er gefühlt immer halb tot. Das heißt, Ruffy musste auch da den Kampf gegen Doflamingo carryen. Zu hat er auch nichts gemacht. Also hatte Law drei Arcs nichts zu bieten. Und in Dressrosa hat er gegen das Sieben-Samurai-Mitglied Doflamingo verloren. Haushoch, der wurde geschlachtet von denen. Ja, Doflamingo hat Trafalgar Law fertig gemacht. Und dann hat man drei Arcs später, in denen Law nicht wirklich stärker geworden sein kann oder nicht trainiert hat, einfach die Szenerie, dass er zwei Kaiser schwer verletzt, Gamma Knife hier, pack, Kaido platzt auf, erwachte Teufelsfrucht, zack, alle Seelen vom Big Mom durcheinander bringen und sowas. Und dann gewinnt er, klar, mit Kid zusammen, aber auch bei Kid ein bisschen fraglich, gewinnt er gegen einen Kaiser, kriegt ein 3 Milliarden Kopfgeld von 500 Millionen. Ruffys ist auch nur 3 Milliarden, obwohl er schon eine Milliarde mehr hatte als Law. Ja, also, stimmt schon. Diese Konstellation. Ja. Ich finde das cool, ich finde das wichtig und so, aber dieses ganze Konstrukt Trafalgar Law, wie schnell dieser Mann jetzt stark geworden ist, das gleiche Kopfgeld wie Ruffy bekommen hat, jetzt sogar sagt, dass das nächste Mal, wenn er auf Ruffy trifft, es wieder kämpferisch zugeht und man Kontrahenten ist, die sich gegenseitig bekriegen und sowas. Dieses ganze Konstrukt Law ist für mich nicht so aufgegangen, wie es hätte aufgehen sollen. Ja, theoretisches Potenzial hätte er so für alles, aber das ist, kommt ein bisschen, ja. Auch das am Ende Kid mit einer Railgun, so weißt du. Also für mich der größte Downer ist einfach das offene Ende der zwei Hauptantagonisten, Kaido und Big Mom. So, dass wir so vier Jahre des Todes durchgemacht haben, so, und dann nicht mal jetzt irgendwie eine Gewissheit haben, was mit denen ist. Was ist denn jetzt, wenn die jetzt, die segeln jetzt los, die sind jetzt schon eine Woche unterwegs oder so, wieder die Strohhüte von Wano. Was ist denn jetzt, wenn die da rauskommen, so? Soll Yamato da alleine gegen die zwei kämpfen oder weißt du so? Das ist so, Yamato, ja, das ist so albern, so. Das ist für mich so Unsicherheit einfach bezüglich der größten Gefahr immer noch so, die da ist, so, und wenigstens, weiß ich nicht, wenigstens so, dass man sieht, dass die beiden da sich auflösen in der Magma. So, das hätte mir ja gereicht, so. Aber, ja, oder hat noch irgendwas vor, das ist eh klar. Er hat noch irgendeine Scheiße vor, so. Aber es ist so, weißt du, Ruffy sagt, das ist mein Territorium, ich beschütze euch und segelt weg, ohne zu wissen, ob die zwei stärksten Gegner in dieser gesamten Welt vermutlich noch einfach da rumlaufen. Da noch sind sogar, weißt du? Ja, in seinem Territorium, so. Ja. Und sich auch über zwei Wochen vielleicht regeneriert und erholt haben. Und auch gerade, ey, King und Queen wurden ausgesaugt von Green Bull, ne? Shinobu und so ja auch, aber die haben es ja überlebt, so, die sind ja nicht tot. Deswegen, King und Queen sind jetzt auch im Udon-Gefängnis irgendwo regeneriert oder was so. Das ist ja auch eine Gefahr. Weißt du, so King und Queen und, okay, Jack weiß ich nicht, aber total bescheuert. So, wo sind die? Ja, wo ist Jack überhaupt? Jack einfach komplett in diesem Podcast übersprungen. Komm, Jack nicht der Rede wert. Eine Milliarde Kopfgeld, absoluter Bait. Jack, also Jack ist auch wirklich, keine Ahnung. Und auch, ich frage mich auch, wo so Who is Who, Black Maria, wo sind die ganzen Leute hin? Wo sind die alle hin? Also man könnte sagen, okay, die haben alle Seesteinketten bekommen, wurden ins Gefängnis gebracht mit Seesteinketten. Ja. Aber wie gesagt, man hat die zwei gefährlichsten Leute noch unten und man weiß nicht, was mit denen ist. So. Ja. Also, so, weißt du, wie können die da einfach diese Insel verlassen und so tun? Weil das Ding ist, Big Mom und Kaido müssten nicht mal ihre Handlanger befreien. Die könnten auch einfach zu zweit da alles klein machen. Ist für dich. Und bis Ruffy wieder da ist, könnten die alle töten, ist für dich, ohne Probleme. Ist für dich die Existenz von Zeus ein Beweis, dass Big Mom noch lebt? Also für mich ist es ein Beweis, dass Big Mom und Kaido noch leben, dass man nicht ihren Tod sieht. Ja, finde ich auch. Okay, gut. Nee, also auf jeden Fall, das ist für mich der größte Downer. Highlight Gear 5. So einfach, wie es klingt. Leute, schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare und entschuldigt, dass wir nicht alles ins Einzelheit hier auserzählt haben und nacherzählt haben, und weil es ist so viel, ihr merkt es, es ist ja nicht einfach nur so ein Arc so, wo Leute schon gesagt haben, Dressrosa ist aber ein Über-Arc, der geht zwei Jahre so, ja, jetzt haben wir Wano mit fast 5 Jahren so, weißt du, das ist halt nochmal ein ganz anderer Schnack, und da sind so viele Sachen drin gewesen, dass man, ja, gefühlt, wie gesagt, 6 Stunden hier reden könnte. Deswegen. Ich meine, wir machen einen Podcast über Rocks, wir machen einen Podcast über Mihawk, und von denen haben wir 10 Minuten Screentime bekommen und damit können wir auch 1 Stunde Podcast machen, das heißt, bei 4 Jahren Material, also man könnte halt einen 24-Stunden-Livestream dazu machen, theoretisch. Ja, ist echt so. So, schreibt eure Meinung in die Kommentare, guckt auf unseren Hauptkanälen vorbei und ansonsten bin ich raus. Wenn du noch was zu sagen hast, dann schieß los.
Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, für jeden, der bis hierhin geschaut hat. Hashtag Wano in die Kommentare. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, frühestens in 2 Wochen wieder, wenn ich aus dem Urlaub bin mit einem Podcast. Und danach halt zu One Piece Film Red machen wir auf jeden Fall nochmal was. Und danke für alle, die zugeschaut haben. Haut rein, ciao und tschüss.